Hi Leute, hier ist Finn und ich muss mich zu Beginn dieser Folge erstmal entschuldigen, nämlich bei Lukas Bawenschik und Patrick Lohmeier, den zwei tollen Menschen, die mit mir vor jetzt fast 3 Jahren im Sommer 2020 die erste Folge unseres großen James Gray Werke-Rückblicks aufgenommen haben. Ja, durch viele widrige Umstände, die größtenteils mir zuzuschreiben sind, hat sich die Veröffentlichung dieser Folge 2,5 Jahre hingezogen. Deswegen sind vielleicht einige Aussagen, die wir da tätigen, nicht mehr ganz aktuell oder etwas spekulativ. Wie gesagt, nochmal ein dickes Sorry an die beiden Jungs und nicht, dass ihr HörerInnen gleich irritiert seid. Ich war damals noch der Meinung, dass mein neuer Podcast, den ich da plante, Kino und Cigarettes heißen würde. Also auf den Jim Jarmusch-Film Coffee and Cigarettes angelegt. Aber wie ihr alle wisst, heißt er ja jetzt Celluloid Zyniker. Also nicht verwundern lassen von der Anmoderation. Und jetzt viel Spaß mit unserem Rückblick auf die erste Hälfte der Karriere des Ausnahmeregisseurs James Gray. Productions präsentiert Celluloid Zyniker. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kino und Cigarettes. Wir haben den Namen nochmal geändert. Das dürften aufmerksame Hörer gemerkt haben, die die Pilotfolge bereits gehört haben. Heute geht es um einen viel geliebten, teilweise viel gescholtenen oder einfach auch nicht beachteten Regisseur. Man könnte also sagen, genau die Art von Podcast-Episode, auf die die Leute gewartet haben, die komplette Besprechung der Filmografie von James Gray. Und dafür habe ich mir natürlich zwei Experten herangeholt, zwei meiner liebsten Filmschaffenden überhaupt. Da hätten wir auf der einen Seite Lukas Bawenschik, schreibt unter anderem für den Filmdienst und für Filmstarts, ist bei Longtake und Cuts zu hören und sowieso der beste Filmkritiker-Rapper der deutschen Filmgeschichte. Und auf der anderen Seite Patrick Lohmeier, bekannt vom Bahnhofskino-Podcast, der nicht als Brian De Palma-Experte betitelt werden möchte. Ich freue mich sehr, dass ihr beide hier seid. Hallo. Hi. Ein Hallo. Filmkritiker-Rapper bin ich, dann grüße ich dich mit Yo oder so, oder? Ja, also du hast immerhin den besten Spit der Kritiker-Rap-Szene, der Ja, Filmkritiker-Rap-Szene gemacht gut. mit ich bin Claire Denis, ich mache Filme und erkläre die Ja, nie. das war super. Aber wenn das jetzt Kino und Cigarettes ist, was war denn der ursprüngliche Titel? Das weiß ich schon gar nicht mehr, aber auf jeden Fall noch interessanter. Ja, gut. Ich glaube, es war einfach der Tuckercast. Wie gesagt, hier ist ja der Podcast meiner Produktionsfirma Tucker Productions. Ah, wie lange gibt es denn dieses Format schon? Also vielleicht nicht unter dem Titel Kino und Cigarettes, aber unter einem anderen Titel. Das hier wird jetzt die zweite Folge wahrscheinlich beim chronologischen erscheinen, würde ich sagen. Okay. Ihr seid, also deswegen freue ich mich auch sehr, dass ihr komplett ohne Ahnung eines Konzeptes hier Ja, zugestimmt man sollte habt. dazu erklären, vielleicht nur mal, Finn hat uns eingeladen, ohne uns wirklich zu eröffnen, worum es genau geht, Ja. außer dass wir über James Gray reden, aber das ist ja schön, Genau. aber. Eigentlich hier nehmen wir auch gar nicht auf. Ich wollte einfach nur mal wieder mit euch reden. Und mir war klar, das würdet ihr nicht tun, wenn ich nicht sagen würde, das wäre für einen Podcast. So. Ja, Podcasts sind der Vorwand, um heutzutage noch mit Menschen zu reden, sonst vermeidet man das ja eher. Ja, das war. Das war. Vermieden wird auch. Nein, die Überleitung machen wir nicht. Wie bereits gesagt, heute soll es um James Gray gehen. Ein häufig nicht so sonderlich beachteter Regisseur. Wir haben schon im Vorgespräch gesagt, seine Filme floppen meist grandios. Es ist ein kleines Wunder, wie dieser Mensch es schafft, Filme noch weiter in seine Filme zu finanzieren. Trotz allem sind das aber fast alles sehr schöne Sachen, die eine Besprechung verdienen. So, ich muss sagen, die Idee dazu, mal über James Gray zu reden, die kam mir tatsächlich zum Start vom Ad Astra, als ich nach der Pressevorführung den Christoph Dobitsch traf und der auch so meinte, ja, James Gray, muss man die Filme gesehen haben? So, also Ad Astra war jetzt nicht so super und irgendwie also muss man sich damit beschäftigen. Ich dachte mir, in meiner Jugend so, also so vor ein paar Jahren, da liefen irgendwie We Own the Night und The Yards liefen irgendwie doch recht häufig mal so auf Tele 5 oder auf dem Vierten. Irgendwas, und ich fand die immer ganz nett und dachte so, doch, eigentlich schon. Den sollte man sich vielleicht mal näher angucken. Und genau das wollen wir jetzt tun. Im ersten Teil dieses Podcasts reden wir über die ersten vier Filme, also über Little Odessa, The Yards, We Own the Night und Two Lovers und dann irgendwann später über den ganzen Rest. Aber so grundsätzlich, wie es bei euch, seid ihr langjährige James Gray-Fans oder
ist euch dieser Mensch egal. Wer darf jetzt das sagen? Es ist. In Zoom-Meetings würde man jetzt immer diese Handhebfunktion benutzen. Ich heb die Hand. Okay, dann heb die. Ich bin doch gar nicht so lange James Gray-Fan. Also ich glaube, mein Fan sein oder meine Zuneigung zu einem Regisseur, ich würde mich noch nicht mal als Fan bezeichnen. Ich mag ihn sehr gerne und ich mag eben auch die zweite Hälfte seiner Karriere sehr gerne. Ich habe ihn tatsächlich auch kaum wahrgenommen, obwohl ich alle seine Filme gesehen habe, auch ziemlich zeitnah zum Erscheinen, weil die lagen eben auch einfach chronologisch sehr weit auseinander. Also 94, 2000, 2007, also dem Abstand von mehreren Jahren immer Filme gemacht, sodass man eigentlich kaum jemals dieses Gefühl entwickeln konnte, von wegen, ich freue mich auf den nächsten James Gray-Film, weil man nicht wusste, ob überhaupt einer kommt. Insofern, ja, ich glaube, mein Fansein oder meine Zuneigung kam erst später. Aber ich lebe schon länger mit ihm und ich mag seine Filme. Und jetzt, wo du gerade auch nochmal die vier Titel verlesen hast, finde ich es interessant, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass anscheinend der deutsche Verleih immer mutig genug war, alle Filme im Original betitelt zu lassen. Was ja auch nicht gewöhnlich ist, aber vielleicht einfach mal erwähnenswert. Na gut, The Yards hat immerhin den schönen Hintertitel bekommen, die Hinterhöfe der Macht oder der Hinterhof der Macht. Also da hat man sich schon einiges einfallen lassen. Fast so gut wie der Babynator oder so. Ja, ja. So. Also Leute, das ist nichts gegen Little Odessa, eiskalt wie der Tod. Ja, oder Little Odessa, der Babynator. Ja, das ist das Leiden des O-Ton-Guckers, der kriegt sowas nicht mit, aber gut, gut zu wissen. Gut zu wissen. Na, meine. Ich meine, wer würde nicht so einen Film sehen wollen? Wie ja. Im Hinterhof der Macht. Mhm. Ich weiß, wie heißt We Own the Night? Zwei Brudis in New York oder so? Helden der Nacht. Ach so, tatsächlich. Okay. Okay, ja, klingt wie ein Vampirfilm. Mhm. Ich habe also, ehrlich gesagt keine wirkliche Beziehung zu James Gray gehabt. Also, ich glaube, der erste Film, den ich von ihm überhaupt gesehen habe, ich habe das meiste irgendwie so ein bisschen verpasst, war tatsächlich The Lost City of Z, den ich nicht besonders mochte, und auch Ad Astra hat mich nicht wahnsinnig umgehauen und ich war fast irritiert von diesen einhellig hymnischen Kritiken. Und als du dann fragtest, dachte ich, ach, das ist doch sicher eine gute Möglichkeit, diesen Regisseur, der ja durchaus seine Fans und seine durchaus auch enthusiastischen, manchmal so ins Taliban-artig fanatische hineinreichenden Fans so ein bisschen besser zu verstehen und zu verstehen, worum geht's bei diesem Regisseur denn? Und das fand ich, war ein guter Anlass. Und gerade jetzt mit dieser ersten Hälfte der Karriere kämpfe ich immer noch so ein bisschen. Ich glaube, ich bin jetzt immer noch nicht so weit, dass ich irgendwie ein großer Fan bin oder so. Aber ich glaube, es ist schon ein tiefergehendes Verständnis dafür, was dieser Mensch will, was er tut und warum er so geliebt wird da. Also ich fand es zumindest, auch wenn es mich jetzt nicht in jedem Fall komplett überzeugt hat, interessant, mich mit ihm zu beschäftigen. Die vor allem die von dir gestellte Frage, worum geht's eigentlich bei James Gray? Das ist dann natürlich auch was wir versuchen, hier im Podcast nachträglich zu klären oder am Ende zu klären. Ich habe tatsächlich beim Filmschauen meinen Ansatz gewählt von einem Professor von mir, der meinte, bei kleineren, überschaubareren Filmografien oder Lithografien kann es ja ganz sinnvoll sein, sich mal von hinten nach vorne, also von beim neuesten Film anzufangen und beim Ältesten dann zu landen. Das habe ich mal mit den Resident Evil-Filmen gemacht. Funktioniert sehr gut. Die ja auch große Kunst sind. So. Wir haben es damals bei Christian Kracht gemacht und das war tatsächlich sehr interessant, so zu sehen, wie gesagt, gewisse Ästhetiken zwar überall zu finden sind, sich aber eigentlich erst perfektionieren, so bei Imperium oder sowas. Wodurch man die früheren Bücher von ihm, keine Angst, es wird jetzt nicht der große Christian Kracht-Podcast, wodurch seine früheren Werke auch irgendwie besser verständlich sind. Bei Gray, glaube ich, hat es mir jetzt nicht allzu viel gebracht. Was man tatsächlich sagen muss, dass Familie scheint ihm sehr wichtig zu sein. Also fast alle seine Filme nutzen irgendwie das Gewand des Genrefilms als Korsett für kleinere und größere Familientragödien. Es sind häufig Vater-Sohn-Beziehungen, beziehungsweise Ersatzvater-Figuren-Sohn-Beziehungen. Eine Liebe zu Club-Szenen ist ihm auch nicht ganz abzusprechen. Und eben, vielleicht sind seine Filme sogar Milieustudien. Wer schon zugehört hat, Little Odessa heißt der erste Film und die meisten seiner Filme, jedenfalls vor allem die dieser ersten Hälfte, wie wir sprechen, die spielen eben in New York, meistens in Brooklyn oder eben in Little Odessa.
und bilden so einen orthodox-russisch-jüdischen Familienkreis ab. Vergiss die Bahngleise und Züge nicht. Ja. Die Bahngleise, natürlich. Immer da. Ich würde sagen, ist immer da. Und sicherlich, darauf werden wir gleich kommen, eine große Liebe zum New Hollywood-Kino, aus dem er sich ganze Techniken ausleiht, ganze Schauspieler. Ich habe so in der ersten Hälfte das Gefühl, dass James Gratian den Paten sehr zu mögen und leiht sich so die ganze B-Besetzung aus dem Paten aus und packt sie nach und nach in seine Filme. Was in The Yards ganz schön ist, weil dann der ja eigentlich verstorbene James Caan, also in der Pate, mal auf dem Chefsessel sitzen darf. Robert Duvall darf einen Polizisten spielen. Eigentlich ganz süß alles. Ja, er ersetzt halt nur so diesen Zugang des Italian-Americans halt durch seine persönlichen autobiografischen Wurzeln, nämlich halt so das ukrainisch-jüdische, also dieser Rückbezug eben auf die europäische Vergangenheit, wird halt eine andere. Aber ich glaube, was die halt verbindet, ist auch halt dieses ganz stark autobiografische. Also ich finde, das ist ja wirklich was, dass sich, wenn man irgendwie zwei Zeilen so seines Wikipedia-Artikels oder irgendeinen Text über ihn durchliest, sofort aufträgt, oder wenn man ein Interview mit ihm hört, dass man merkt, wie viele dieser Figuren und dieser Geschichten halt unmittelbar irgendwie nicht nur so denselben physischen Raum so überlagern und bewohnen, sondern halt auch wirklich unmittelbar so Geschichten sind, die er in irgendeiner Form erlebt hat. Also immer wieder erzählt er dann, ja, diese Figur ist eine Mischung aus einem Bekannten aus der Schule und irgendwie einem, mit dem ich nachmittags immer rumgehangen habe und so. Also ich finde, man merkt schon, dass das sehr nah ihm eben am Herzen liegt, immer diese Welt, dieses Milieu, wie du es gerade beschrieben hast, eben zu schildern. Ich glaube auch gerade in der Besetzung so aus der zweiten Reihe oder im Umfeld der Statisten rekrutiert er auch unglaublich viel aus dem Familien- und Bekanntenkreis. Mhm. Da sind oft einfach Figuren zu sehen, die unglaublich authentisch wirken. Und wenn man sich dann die Mühe macht, ein bisschen zu James Gray noch zu lesen oder sich mal einen seiner empfehlenswerten Audiokommentare anzuhören, dann sagt er auch dann jedes Mal, weißt du, darauf hin und sagt, hier, das ist Danny Boy, den kenne ich irgendwie noch aus meiner Jugend und der hing immer rum. Also im Grunde habe ich ihn so gefilmt, wie er auch immer tagtäglich ist. Der sitzt auf Mülltonnen rum und raucht und pöbelt Leute an. Und sowas gibt es eben zuhauf. Das verschwindet jetzt zunehmend in seinen Filmen und bei Ad Astra und Lost City of Z ist natürlich komplett verloren gegangen. Einfach dem Kontext der Filme, dem Inhalt der Filme geschuldet, aber meinst du, eben ganz präsent. Der Weltraumaffe war kein Verwandter oder so? Ah, den Gag wollte ich machen, aber tja, war ich schneller. Ja. Nein, aber ich finde das ganz interessant, weil das ja auch sofort so, wenn ich diese Filme angucke, merke ich sofort dieses ganz intensive Spiel so mit Nähe und Distanz. Wenn wir nachher so über die Form reden, haben wir ja diesen ganz häufigen Wechsel zwischen so ganz weiten, panoramenhaften Einstellungen und Nahaufnahmen, oft so direkt aufeinanderfolgend. Also wirklich so Schnitte, die so ein bisschen wie so ein Crash sind oder so. Es gibt viele Zooms, aber meistens sind das so riesige Sprünge. Und so diese Mischung aus Nähe und Distanz ist sicher auch zu seinem Umfeld. Also das wird gleichzeitig total sicher verfremdet durch große Stars und dadurch, dass er da halt irgendwie auch fiktive Geschichten erzählt, aber er ist dieser ganzen Erfahrungswelt unglaublich nah, indem da tatsächlich viele von diesen Statisten so aufgeführt werden, aber indem eben auch die Orte, die er selber bevölkert hat, irgendwie so reproduziert werden und so eine Mischung aus, also natürlich, man will jetzt nicht zu weit gehen, aber natürlich ist da sofort dann auch so ein dokumentarisches Element drin, dass er halt so diese Sphären, diese Kreise und diese Erfahrungswelten so direkt umsetzt. Beim Dokumentarischen weiß ich gar nicht, ob ich dir da so zustimmen würde. Bei Little Odessa ja sicherlich noch. Allerdings, wenn okay, vielleicht The Yards auch noch, aber gerade wenn wir dann zu We Own the Night und Two Lovers kommen und sind in der zweiten Hälfte ja sowieso, sind das hier schon ja, sehr stark stilisierte. Ich sage ja nur, dass das vielleicht irgendwie in der Art, wie die Orte funktionieren, so ist. Und auch darin, dass er, wenn man sich das anguckt, er sagt ja, gerade diese frühen Filme haben ja oft keine völlig so überdeterminierten Skripts, sondern auch so ein bisschen Improvisation. Also die entwickeln sich ja auch so aus diesem Gefühl für die Umgebung heraus so ein bisschen. Das war, glaube ich, worauf ich hinaus wollte. Ich denke auch, es ist weniger der Stil, also weniger die Ästhetik, die das Eindruck des Dokumentarischen fördert, als vielmehr einfach auch die Wahl der Schauplätze. Also sowas wie Brighton Beach sieht man jetzt eben nicht in jedem Film über New York. Das ist jetzt, sagen wir mal, einer nicht der so populären Nachbarschaften. Auf ja, also konzentriert. Im Stil ist er im Gegensatz eigentlich sehr weit davon weg und halt wirklich bei so einer New Hollywood-Ästhetik am ehesten. Also ja. Da ist sehr wenig wackelige Kamera, da ist alles sehr klar. Und gerade viele von diesen Einstellungen, die dann auch im Kopf bleiben, sollen ja auch so Panoramen, so Tableaus sein. Also er zielt ja auch oft auf so eine Gemäldehaftigkeit, sowas Piktoreskes halt fast ab.
Wollen wir dann einfach mal zu Little Odessa kommen? Oder hat noch jemand was zum Allgemeinen zu sagen? Ja, ich glaube, so ein paar Sachen würde ich noch anführen. Diese Familiengeschichte werden oft so benutzt als Konfliktpunkt für so einen Konflikt zwischen eben diesen traditionellen Familien, die halt eine Erfahrung aus der alten Welt rübertragen und so den Herausforderungen der Moderne. Also man muss sich irgendwie immer so ein bisschen zwischen der Familie und dem klassischen Weg und allem außenrum entscheiden. In der Familie warten diese wahnsinnig ernsten Väter und diese irgendwie komischerweise immer toten oder sterbenden, verzweifelten Mütter. Bruderschaften sind fast so shakespearianisch immer dazu da, eigentlich nur um Streit und Konflikt und verschiedene Pfade nachzuvollziehen. Also oft sind das dann ja auf der einen Seite so der Pfad des Gerechten, auf der anderen Seite der leichtere Weg, so im weitesten Sinne. Aber so diese Moralentscheidungen, die da im Kern sind, sind auch oft so ein bisschen so schicksalsgeprägt. Man hat das Gefühl, irgendwie gibt's immer wieder so Ereignisse und Situationen, die dann auf Pfade so zurückdrängen, auch wenn man sich ganz bewusst dagegen entschieden hat. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein bisschen diese jüdische Prägung. Ich finde, in dieser Beziehung zwischen Vätern und Söhnen liegt ja auch sofort so was Alttestamentarisches. Also ich glaube, das ist sicher auch noch eine Prägung für diese Geschichte, dass ich sofort mir vorstellen kann, dass sie dann halt irgendwie 2000 Jahre früher, was weiß, oder 3000 Jahre früher oder so, was weiß ich, in Sinai spielen oder in irgendeiner Wüste oder so, da würden die oft wahrscheinlich genauso gut funktionieren. Wir merken ja, sie funktionieren auch im Dschungel oder im Weltraum, also die Schauplätze kann man in Teilen dann für die Grundkonflikte fast ersetzen, auch wenn sie natürlich für die Figuren sehr entscheidend sind. Ja, ja. Dem würde ich auch beipflichten. Ich habe auch das Gefühl, James Gray, das ist auch so ein Muster, was sich zumindest hier erkennen lässt, in den ersten drei Filmen auf jeden Fall über die heute Abend sprechen. Das ist fast schon klassizistische Figuren und Erzählkonstellationen gibt und es James Gray offenbar nicht darum geht, jetzt uns mit dem nächsten, also ich rede jetzt von der rein erzählerischen Ebene, mal weg von der Ästhetik, um uns mit irgendwelchen Sachen zu überraschen. Er will im Grunde Geschichten erzählen, die bereits irgendwo anders erzählt sind. Die sind relativ überraschungsarm, muss man sagen, was ihnen nichts teilweise von ihrer Dramatik, also dramatischen Wucht auch beraubt. Die Enden all seiner Filme sind durchaus packend, also mehr oder weniger. Das liegt dann eben im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Aber das sind eben keine Stoffe, von denen man sagt, für die man ins Kino geht mit der Haltung, oh, jetzt will ich mich mal wirklich überraschen lassen, jetzt erzähl mir mal was ganz Neues, was ich noch nie gesehen habe. Das sind schon sehr, sehr klassische Stoffe, die rekurrieren auf Motive, ja, des New Hollywood, eben bis, wie Lukas sagt, zurück zu biblischen Zeiten. Ja, allgemein Überraschung ist, glaube ich, sowieso nicht so sein wirkliches Ziel. Also gerade dieses Rekurrieren, das ist ja auch was. Aber er meidet sogar bewusst, würde ich sagen. Nee, genau. Also ich habe oft das Gefühl, also dieses Klassizistische, würde ich sagen, ist ja sogar etwas, das er selber ausstellt. Also in Interviews erzählt er ja auch, okay, ich lasse mich gern von Kunstwerken der Vergangenheit, von Vorbildern inspirieren. Ich finde, das hat Finn ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, man merkt auch, welche das sind. Also dass zum Beispiel der Pate wahnsinnig wichtig ist für ihn und auch Filme dieser Machart, das lässt sich ja wirklich nicht übersehen, auch daran, wie das Licht gesetzt wird, wie die Figuren ausgewählt sind und wie diese Konflikte und auch diese Szenen ablaufen. Auch wie, genau wie sicher bei diesen Francis Ford Coppola-Filmen aus den 70ern, so die Einzelfigur oft so gegen große Hintergründe gestellt wird, sowohl historisch als auch einfach ganz konkret Landschaften und sowas. Wir haben einmal diese Landschaftsfotografenfiguren to Lovers, also Landschaft, ich meine ja vor allen Dingen Städte halt. Und ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen so eine James-Gray-Figur ist, weil er ja auch wahnsinnig gern Landschaften filmt, die so über den Figuren thronen, sie definieren. Das sind so diese großen und besonders prägenden Bildern halt, dieses Tableauhafte, was ich vorhin schon angesprochen habe. Und ein sehr versierter Umgang mit Musik, also mit diegetischer oder nicht diegetischer Musik. Wir zu den Club-Szenen werden wir noch kommen. Ja, Little Odessa 1994. Kein großer Erfolg, muss man an dieser Stelle auch wieder sagen. In der Hauptrolle Tim Roth und Edward Furlong. Tim Roth als Auftragskiller, der zurück in seine Heimat nach Brighton Beach kommt, einen weiteren Auftrag durchführen soll. Und wichtiger als dieser Auftrag ist natürlich aber eigentlich das angeschlagene Verhältnis mit seinem Vater, Accardi, gespielt von Maximilian Schell, und ihm die Beziehung zu seinem Bruder. Eine große Familientragödie zusammen mit einem kleinen Gangsterfilm vermischt. Gut oder schlecht? Fragezeichen. Oder Sachen lassen wir gut oder schlecht raus? Sollte man sich Little Odessa ansehen? Ja, auf jeden Fall. Also, es ist ein guter Film. Es ist vor allem auch in meinen Augen spürbar ein
ein Debütfilm. Findest du? Also, nicht weil es dem Film an Kunstfertigkeit mangelt, sondern weil man eben schon das Gefühl... Das war mir schon klar, dass das wahrscheinlich nicht der Punkt war. Ich finde aber, Little Odessa ist, wenn wir uns so klassische Debüts irgendwie mal angucken, das ist sehr wenig, sehr unprätentiös, sehr unschauoffen, würde ich sagen. Es ist ein sehr ruhiger, sehr zurückgenommener Film. Der muss man wahrscheinlich 1994 vielleicht auch zur falschen Zeit einfach erschienen ist. Oh. Im Jahr von, oder Pulp in Fiction, dem filmischen Jahrzehnt, ja, natürlich, wir müssen Pulp Fiction sagen. Pulp Fiction, True Romance. Und dann hast du auch noch Tim Roth in der Hauptrolle. Will vielleicht einfach niemand so ein wirklich fast schon depressives, langsames, oder man will düsteres gerade sehen, Familiendrama sehen? Ja, aber ein Jahr zuvor. Ja, wir wollen das, aber. Ne? Aber hätte ein Jahr zuvor jemand gesagt, okay, außer den Menschen, die eben Reservoir Dogs gesehen haben, ein Jahr zuvor jemand gesagt, ich will unbedingt Pulp Fiction sehen, ich bin mir da nicht so sicher. Also ich denke mal schon, dass jemand darauf spekuliert hat, dass es für so einen Film Publikum gibt und Tim Roth ist jetzt auch nicht unbedingt niemand, Edward Furlong, ja, ich weiß, es ist ja auch eine relativ kleine Produktion, muss man sagen. Das hat nicht viel Geld gekostet, man bedient sich auch ein paar bekannterer, älterer Gesichter, also etablierter Schauspielgrößen wie Vanessa Redgrave und Maximilian Schell in Nebenrollen. Mhm. Das sieht dann auch ein älteres, gebildetes, ich gehe ganz selten ins Kinopublikum an. Also irgendwie glaube ich schon, jetzt mal mit der ganz zynischen Marketingbrille drauf geguckt, dass da irgendwo in den Produzentenreihen jemand saß, der sagte, dafür ist ein Publikum da, wenn auch ein überschaubares. Das mit dem Debütfilm nur insofern für mich ganz deutlich, als dass ich eben das Gefühl habe, hier verbrät er eigentlich schon all seine Themen, die ihm wirklich am Herzen liegen. Wie gesagt, handwerklich ist das alles weit über dem Niveau eines handelsüblichen Debütfilms, Debütspielfilms, muss man eben sagen. Aber inhaltlich doch sehr das, was ihm eben am Herzen liegt und viel drin für einen relativ kurzen Film, muss ich sagen. Das auf jeden Fall, aber ich würde auch noch mal unterstreichen, also ich finde, es fühlt sich nicht wie ein Debütfilm an. Wenn ich mir Debütfilme angucke, dann ist da oft vor allen Dingen das Bedürfnis da, sich zu beweisen. Und zwar seine Präsenz als Regisseur darzustellen. Das heißt, man macht komplexe Kamerabewegungen, man macht ungewöhnliche Shots, man zeigt vor allen Dingen, dass man diese Erfahrungswelt, dass man diese Filmwelt selber formt und gestaltet. Also man präsentiert sich ja irgendwie in Debütfilms oft fast wie so ein kleiner Gott, der hier was komplett aus sich heraus schöpft. Und ich finde, es ist irgendwie ein komisch zurückgenommener Film auf so einer formalen Ebene. Also es ist wirklich eher wie von so einem stark greiften Regisseur, jemand, der schon sehr viel mehr Augenmerk eigentlich auf Performances, auf die Darsteller und ihre Darbietung eben legt und dass die im Austausch miteinander stehen. Und ich glaube, das ist normalerweise ja eher etwas, das so in den Mittelpunkt von Regisseuren rückt, die ein Stück ihrer Selbstpräsentationsphase schon eigentlich so hinter sich haben. Und ich finde, das ist eigentlich tatsächlich bemerkenswert, weil das ist ja etwas, was ihn auch in seiner weiteren Karriere ja prägt. Ich finde, diese Filme sind immer so ein bisschen, als würde man so eine Kathedrale betreten. Als alles ist so ein bisschen still, ruhig. Es sind ganz oft so diese etwas ruhigen Dialoge und zwar immer in so zweier Situationen. Also wir haben natürlich auch immer Momente, in denen Menschen zusammentreffen, aber meistens haben wir immer so diese Zweiermomente zwischen Vater und Sohn, zwischen zwei Brüdern und er teilt ja die wirklich in so Schauspielgruppen auf. Es ist irgendwie sehr wenig Kommunikation so im Ganzen, sondern diese Familien sind irgendwie schon auch so innerlich brüchig, beziehungsweise die Brüche sind natürlich vorher passiert. Man merkt, dass da alles zerstritten ist und dass irgendwie das alles wirklich super schwer ist, zueinander durchzudringen. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen so, als würde ein Teil dieser Welt irgendwie die Akustik schlucken. Und ich finde, das wird ja sogar formal so ganz konkret tritt das in den Vordergrund, wenn Roth und Furlong da irgendwie im Schnee stehen und irgendwie sich gegenseitig so ein bisschen so umkreisen und alles so vom Schnee quasi aufgesaugt wird. Und das finde ich ganz, ganz spannend, dass das so ein wahnsinnig zurückgenommener Film ist. Aber ich finde, die andere Tendenz gleichzeitig, das ist ja auch schon, also wenn ich das jetzt wieder weiterdenke, ist ja auch dieses Präsentieren von so einer totalen Zurückgenommenheit, von so einer gewissen Ruhe, auch schon fast so ein Angebertum, so ein Gucken, so guck mal, wie reif ich schon bin in meinem Alter. Also, heutzutage aber wahrscheinlich eher, oder? Also das... Ja, aber ich würde sagen, Little Odessa ist so eher, also ich gebe dir absolut recht, aber Little Odessa wäre wahrscheinlich so eher der Debütfilm, der heute wieder typisch wäre.
dieses, oh, ich rekurriere auf das Slow Cinema. Mhm. Ja, aber meinst du nicht, dass das, also das fand ich so jetzt im Nachhinein, dachte ich dann, ja, das ist wirklich so fast so ein altkluger Film in der Hinsicht. So, ich dachte da sofort an Schirmmützen und irgendwie so Pfeife im Mundwinkel oder sowas, weil das so was vorzeitig gereift und gealtertes so nach außen trägt. Ja, ich würde dir zumindest Lukas in dem Teil beipflichten, indem er sagt, bewusst zurückgenommene, sehr understatige, kann ja auch ein Ausrufezeichen setzen. Und gerade in einer Zeit, die sehr, ich weiß, gut, jetzt muss man sagen, der Film hat eine relativ, ich weiß ab nicht, inwieweit sich James Gray bewusst war der aktuellen Strömung, die da bald über das Hollywood-Kino irgendwie hineinbrechen würden. Ob er sich dessen bewusst war, dass er jemand war wie Tarantino und andere junge Regisseure, die ihm was beweisen wollten, was weiß ich, ein junger Danny Boyle oder so, der in Großbritannien Filme gemacht hat. Der Film wurde Anfang 94 gedreht und kam schon noch vor Jahresende wieder raus. Hat er gesagt, ich mache da bewusst irgendwie so eine Art filmische Antithese zu, oder ist das tatsächlich so alles auf seinem Mist gewachsen? Ich vermute Letzteres, weil es einfach auch für mich das Gespräch über James Gray interessanter macht, als wenn ich immer davon ausgehen will, er will irgendwie einfach nur sagen, hey Leute, es kann auch anders gehen. Gangsterfilm kann auch anders aussehen als Pulp Fiction oder, was weiß ich, Trainspotting. Ist es vielleicht eine Mischung aus beidem? Also ist es vielleicht gleichzeitig ein Widerstand gegen das, was in der Luft liegt? Also selbst wenn es vielleicht noch nicht hervorgetreten ist, ist das ja schon präsent, glaube ich, in den frühen 90ern. Also das ist ja so in Teilen auch so die logische Konsequenz, was da passiert dann mit Tarantino und sowas, von dem, was in den 80ern davor viel war. Also es ist, glaube ich, so eine Mischung aus Rekurs und so Kontrast sein und zu zeigen, guck mal, ich glaube, das ist so ein Gestus, der für mich immer bei ihm mitschwingt, so, ich bin Hochkultur, ich komme aus der Oper, ich komme von Shakespeare, ich verweise auf das große amerikanische Kino, das zeigt, dass das Kino nicht nur so ein populäres, sondern auch ein bürgerliches Medium sein kann, so eine Art Ersatz für den Theaterbesuch, und ich trage das, so dieses Hochkulturelle auch stolz vor mir her, aber ich bin auch irgendwie, also, und dadurch bin ich ein Kontrast zu dem, was so an Pop passiert, weil Pop findet hier auch statt, aber auch mit so einer merkwürdigen Distanz. Also wenn diese ganzen Clubszenen da sind, ich weiß nicht, die sind immer so ein bisschen von außen betrachtet, und so dieser Rausch, der da drin liegt, den wird, glaube ich, immer misstraut. In To Lovers sicherlich, dazu kommen wir dann bei der Filmdiskussion wahrscheinlich, da passt es dann ja aber auch wieder. Also wenn wir jetzt nochmal bei der Diskussion sind, keine Ahnung, Intention bei Little Odessa, was auch immer. Es würde natürlich zum weiteren Verlauf der Karriere passen. Da würde ich Lukas recht geben, James Gray, Hochkulturregisseur, vielleicht auch irgendwie ein belehrender Regisseur teilweise, gerade wenn wir uns jetzt Ad Astra anschauen. Ja, und das findet ihr nicht, dass das irgendwie nach Debütfilm stinkt? Wie gesagt, ich meine das gar nicht negativ. All das, was ihr sagt, ehrlich gesagt, zahlt auf meine Wahrnehmung ein. Auch das am Anfang, wir sehen am Anfang, wie Celluloid im Projektor schmilzt. Das ist doch wirklich... Ja, gut, natürlich, nee, das schreit, ich bin ein Debütfilm. Aber, also Entschuldigung, ich war 94 jetzt noch nicht geboren, aber es ist ja nicht so, dass... Sehr gut, wir wissen es, du bist jung. Nein, deswegen ist es einfach nur eine Frage. Deswegen habe ich... Heutzutage sicherlich, wenn du eine Szene drehen würdest mit O-Charaktere sitzen im Kino und nehmen wir La La Land und der Film schmort durch, dann gebe ich dir recht, dann hat das irgendwie was Rückbesinnendes, was vielleicht schon Anbiederndes. Hier dachte ich einfach, gut, es ist halt 94, passiert. Es ist halt eine andere Art von Debütfilm. Also ich hab normalerweise ein anderes Bild im Kopf. Also ich denke an sowas wie, keine Ahnung, City of God oder so. Wisst ihr, was ich meine? So dieses, dass so alle Stilmittel so auf die Leinwand wirft und zeigt, hier bin ich. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was Patrick so meint. Ja, ich möchte jetzt auch nicht zu weit gehen. Nee, klar. Also diese Art von Dynamik eines jungen Regisseurs, der sagt, ich mache jetzt einfach mal ganz was anderes und auch bewusst understated und mit einem gewissen Intellekt dahinter, den vielleicht meine Vorgänger nicht haben, den gab es ja auch schon viel, viel früher. Nicholas Ray, der Live by Night, ist auch quasi so eine Antithese zum, nicht Antithese, aber ist schon eine, mit der Konvention des Film Noir, der damals nicht Film Noir hieß, auch brechender Film, der auch eines jungen Regisseurs, der sagt so, ja, ich mach das aber mal ganz anders, nicht das, was ihr erwartet. Aber bricht er hier, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber bricht er hier irgendwelche Konventionen? Ich habe schon das Gefühl, also er führt fort, er versteht sich. By Night ist der radikalere Film, das wollte ich nicht damit sagen. Ich finde auch, er hat irgendwie was Konservatives in dieser Hinsicht, oder so das Bewahren eines besseren Kinos, das Weitertragen in die Gegenwart. Ja, was ja total uncool war.
um mal eine Plattitüde zu gebrauchen, wahrscheinlich 94. Insofern. Ja. Also ist es ja nicht so, als wäre das irgendwann cool geworden, oder? Ich habe immer noch das Gefühl, dass James Gray eigentlich so ein bisschen immer so am Zeitgeist vorbei produziert. Also das ist natürlich weder negativ noch positiv gewertet, aber es gab bis jetzt in seiner Karriere, soweit ich das weiß, auch noch keinen finanziellen großen Hit. Wir haben ja schon im Vorfeld so ein bisschen gegrübelt, wie der überhaupt seine Projekte finanziert bekommt, während viele andere Regisseure und gerade Regisseurinnen da ja dann doch immer wieder daran scheitern, ausreichend Finanzmittel aufzutreiben. Es sind entweder, ich meine, am Ende ist es auch nur Kaffee oder Mutmaßung unsererseits, aber es sind natürlich am Ende große Stars, mit denen, die in seinen Filmen landen, die Filme häufig auch produzieren, wie dann in dem Fall Joaquin Phoenix und Mark Wahlberg, die uns gleich vermehrt begegnen werden. Es gibt auch diese Ideen von dubiosen russischen Fördergeldern. Bestimmt ist es auch wieder hier ein guter Mix aus beiden. Ich würde vielleicht noch ein paar Sachen sagen, so zum Formalen vielleicht halt, weil ich hatte das Gefühl, gerade so in diesen Innenraum-Szenen, also ich finde, das sind Filme, die erzählen sich natürlich in den Innenräumen total viel so über diese Sets, über Tapeten, finde ich total, die super ins Auge fallen, über irgendwie die Einrichtungsgegenstände, alles ist so ein bisschen verkitscht, so ein bisschen vergilbt auch, also ich finde, diese Filme sehen alle aus, als würden hier Sachen, die so vor 30 Jahren gebaut worden sind, so gerade so auseinanderfallen. Also als wären das vielleicht sogar noch genau die Sets aus dieser New Hollywood-Zeit, die halt einfach so seit diesem so ein bisschen gedarbt und auseinandergefallen sind. Und ich habe das Gefühl, gerade in diesen Familiensituationen ist die Kadrage immer so, man guckt so durch Türen, durch Übergänge, es wird immer super viel vom Bild oder nicht immer, aber oft viel vom Bild geblockt und es ist oft so ein bisschen, als wird man gerade so, als wäre man selber ein Teil dieser Familien, die hier immer geschildert werden und wird so ein bisschen außen daneben stehen, als wird man so Ereignisse so durch die Türen und die Schwellen so mitbeobachten. Also ich komme mir in diesem Film auf so eine komische Weise immer wie so ein Voyeur vor, der halt in so dieses intim Miteinanderleben einer Familie so reingeschoben wird und es heißt dann jetzt bist du leider Teil davon und du muss das alles mit durchleiden und durchleben. Gerade das Voyeuristische wird ja auch in Two Lovers nochmal Thema sein, nochmal viel verstärkter. Mich erinnert auch gerade Little Odessa so sehr an ein Fotoalbum, so jetzt einfach von den Aufnahmesituationen her. Das sind häufig totalen, sie haben irgendwie was von mir, Blättern eines Fotoalbums, so der Versuch von Nähe herzustellen, die man vielleicht eigentlich gar nicht möchte. Hat mich ein bisschen erinnert an Lady Bird, so muss ich sagen, tatsächlich von der Art der Aufnahme, vom Kamerabild her. Beziehungsweise, nein, natürlich, Lady Bird hat mich an Little Odessa erinnert. Also ich glaube, wenn ich irgendwas sagen müsste, das mich an diesem Film besonders erreicht hat, dann tatsächlich die Beziehung zwischen Roth und Furlong. Also das fand ich gerade in so diesen Szenen im Zoo oder wenn sie da auf dieser verschneiten Straße rumstehen oder so. Das war schon irgendwie auch, also was heißt rührend, aber mir bedeutete diese Beziehung irgendwie was. Ich hatte schon das Gefühl, ich konnte da nachvollziehen, was so dieses etwas schwierige Band der Familie mit den beiden macht und so. Also das ist mir schon in irgendeiner Form nahe gegangen. Ich finde, der Film wird da schwieriger, wo er immer auf Größeres verweist, wo man immer das Gefühl hat, das zieht sich bei mir, bei James Gray, immer durch und das wird wahrscheinlich im Verlauf seiner Karriere immer noch schlimmer. Ich habe immer das Gefühl, er will so den Next Great American Novel schreiben als Film halt. Also, dass er immer irgendwie jetzt The Great Gatsby oder sowas da haben will und deshalb verweist das alles immer noch auf die Geschichte Amerikas und auf das Große und alles ist immer so als so ein kleines Symbol für größere Zusammenhänge, so als Pass pro Toto zu lesen. Und ich habe das Gefühl, am erfolgreichsten ist er aber immer im Kleinen, in den Beziehungen, im Miteinander. Und ist euch das ähnlich gegangen, dass eigentlich die Nahaufnahmen immer hübscher sind als so das große Ganze, die Zusammenhänge? Ging mir auch absolut genauso. Ich halte deswegen auch von seinen Gangsterfilmen, von den ersten dreien, über die wir jetzt sprechen, die Little Odessa für den relativ stärksten. Ich mag sie alle drei. Ich sehe da auch noch die größten erzählerischen Schwächen, in dem Sinn, dass für mich ab ein spürbarer Bruch vorhanden ist zwischen eben dem großen Opernhaften. Er bedient sich ja auch klassischer Komposition auf dem Soundtrack. Ich glaube, es gibt gar keinen klassischen Komponisten für den Film. Es gab nur eine Music Supervisorin.
Und Dana Sano. Dana Sano, die hat auch, ja, die macht alles Mögliche, aber hat noch nie in ihrem Leben Score geschrieben. Aber die macht eben Music Supervision und die ist auch relativ gut. Auch hier, aber es gibt für mich eben einen spürbaren Bruch, der mich zwischen diesen sehr nahen, intimen Momenten in dieser sehr authentisch sich anfühlenden, eingelebten Kulisse, wo man eben auch merkt, da hat er wirklich viel, viel Mühe, viel, viel Hirnschmalz auch in Set-Design reingesteckt. Das sieht eben auch wirklich aus, als leben da Leute schon seit Jahrzehnten und haben sich eben keine neuen Wandschränke leisten können die letzten 20 Jahre. Nicht wie irgendwie handelsübliche Sets in Filmen, wo man denkt, ah, okay, das habt ihr alles gestern gekauft. Also alles sehr eingelebt, sehr authentisch, sehr nah, sehr auch sehr schmerzhaft und gerade die Beziehung zwischen Tim Roth und Edward Furlong und dann eben wieder zwischendurch macht eben wieder das große Ding auf, die große Leinwand und malt irgendwie auf einer großen Leinwand mit grellen Farben und sich dann nur wieder ins Kleine zurückzuziehen. Also für mich ist ab dieser Bruch stellenweise störend, aber ich gebe Lukas absolut recht. In dieser Intimität funktioniert Little Odessa unglaublich gut und steht und fällt eben auch mit den Schauspielleistungen, die ich hervorragend finde. Es stört fast so ein bisschen, dass so große, große Namen wie Redgrave und Shell dabei sind, obwohl ich sie beide sehr, sehr gerne mag. Weil sie auch für mich wieder so ein bisschen darauf verweisen, auf diese Graysche Haltung, ich mache große Kunst. Dabei ist er. Ich caste Oscar-Darsteller in seniorige Oscar-Darsteller, Oscar-Gewinner. Ja, dabei ist das doch der maximale Middlebrow-Move, oder? Also ich will das jetzt nicht so alles darauf runterbrechen, aber ich finde schon, dass James Gray definitiv so ein Middlebrow-Kino macht, das nur irgendwie ein bisschen zu sperrig gerade noch ist, um so klassisches Prestige-Kino zu sein. Also ich glaube schon, dass er da mehr Ambitionen hat, aber ich finde, dass ich verorte das zumindest in so einer gewissen Nähe. Und gerade bei dieser Ergriffenheit, die diesen Film manchmal so durchströmt, beim Soundtrack dachte ich ab und zu, also wenn da diese Choräle so hochgehen, oh je, das klingt jetzt, als wäre das der Soundtrack von Halo oder so. Ja. über eine Sache bei dem Film noch, vielleicht, wenn man Interviews liest mit ihm, aber auch in vielen Texten klingt das immer an, die Schlussbilder sind bei ihm ja total dominant. Und er sagt ja auch, oft habe ich zuerst das Schlussbild und alles andere entwickelt sich dann zu dem hin. Also ich meine, ich glaube, The Immigrant ist natürlich irgendwie so ein deutliches Beispiel, wo, oder Lost City of Z, das sind ja alles so super prägnante, super durchkomponierte Sachen. Wie habt ihr das denn hier bei dem erlebt, der ja wirklich zu so dieser Dreierbeziehung zwischen Mutter und den Söhnen so hinstrebt und das so zum Kern dann auch erklärt? Also das war für mich zum einen passend, aber irgendwie, das ist dann auch eine Konstellation, die er nachher dann nicht mehr macht. Also ich finde das sehr angenehm, dass er am Ende hier so klein bleibt. Wir spoilern ein bisschen, sage ich an dieser Stelle jetzt einmal. Wir haben natürlich so eine Art Verbrennung, wir haben eine Verbrennung, was dann auch wieder so ein Opfermotiv sein könnte, wenn wir wieder auf diese biblische, auf den biblischen Diskurs bleiben wollen. Ich muss aber sagen, dass mein großer Erinnerungsmoment aus Little Odessa die von Lukas schon angesprochene Schneeszene zwischen Tim Roth und Edward Furlong ist. Das muss ich sagen, ist der Moment, mit dem ich diesen Film verbinde. Und dagegen verblasst alles andere ein bisschen. Ich habe jetzt im Gespräch auch gerade gemerkt, ich habe leider recht wenig zu Little Odessa zu sagen. So, vielleicht, weil ich ihn als letztes gesehen habe, weil da hatten wir uns im Vorgespräch ja auch schon drüber unterhalten. Diese James Gray-Filme sich schon sehr ähnlich sind von ihren Thematiken her und einfach nur Diskurse und Themen, die schon vorher verhandelt wurden, in ein anderes Genre verlagern oder hier und da mal einen Schauspieler austauschen. Mein Trick ist dann einfach immer, allgemeine Sachen über James Gray sagen und so tun, als ging es spezifisch um diesen Film. Wie man ja auch an The Yard sieht. Geil. Man kann auch entschuldigend sagen, dass ich möchte jetzt Little Odessa nicht als Pastiche-Kino bezeichnen, aber es ist natürlich so, wenn ein Film bewusst referenziert Stil, bereits etablierte Stilmittel und Geschichten, dann ist es schwierig, tatsächlich das zu ergänzen mit neuen, prägnanten Gedanken, die nicht klingen, als würde man eigentlich über Peculiar's Clue reden oder so gerade. Weil das ist eben quasi so. Also Little Odessa ist eben quasi ein Amalgam aus vielem, was bisher schon da gewesen ist. Und James Gray bringt es in eine neue Form. Und es funktioniert wunderbar. Aber für mich ist eben, das gilt auch für die nächsten beiden Filme, über die wir jetzt sprechen, auch in etwas eingeschränktem Maße, nicht viel Neues darin. Von dem ich sage, wow, das ist cool. Das war ein Ausschlag hier für die jungen Filmemacher. Ja, ich würde auch sagen, The Yards funktioniert auch schon viel weniger, wenn wir jetzt über den reden. Ja.
Ja, vom Inhaltlichen. Ich finde, vom Optischen oder vom Inszenatorischen kann ich da mehr rausziehen. Geht wieder los an den Bahngleisen. An den Gleisen. Und es hat dieses jetzt auch nicht wahnsinnig highbrowige, um in der Thematik zu bleiben. Und, oder es hat dieses schöne Endbild einfach in dem Wahlberg, wenn er das erste Mal in diesem Zug sitzt, sitzt er eben da in seinen... in seinen normalen Alltagskleidungen. Am Ende ist es der Anzug und am Anfang geht dann an diesem Gitter vorbei und zu Beginn des Filmes ist er außerhalb des Gitters und am Ende ist, wenn er ja auch dann wirklich aktiv Teil dieser U-Bahn-Unterwelt ist, wird er von diesem Gitter eingeschlossen. Das ist natürlich jetzt nicht das innovativste oder subtilste aller Bilder. Ich fand es aber sehr schön. Ja. So. Möchtest du kurz erzählen, worum es geht? Ja, das kann ich versuchen. Ich habe beim Wiederschauen gemerkt, The Yards lässt sich, na gut, er lässt sich schon gut zusammenfassen, aber es ist ein uninteressant komplexer Film. Es geht größtenteils um Korruption in den New Yorker U-Bahn-Gesellschaften. Mark Wahlberg spielt Leo Handler, frisch aus dem Gefängnis entlassen und zusammen mit seinem Cousin Willy Gutierrez, gespielt von Joaquin Phoenix, fängt er jetzt eben in dieser U-Bahn-Welt, in der, ich glaube, es müsste sein Onkel sein, James Caan, der ist eben Besitzer, Direktor einer Eisenbahngesellschaft und gibt Leon einen Job dort und er wird jetzt eben in die korrupte U-Bahn-Welt eingeführt, in den Hinterhof der Macht, wie uns der deutsche Verleihtitel so schön sagt. Es passiert dann ein Mord, der die ganze Handlung in Gang setzt und daraus entspinnt sich ein fast schon naturalistisches Schicksalsdrama, an dessen Ende es nur Verlierer geben kann. Ganz schlimm, er bringt den Polizisten aus Dexter um. Das war's dann mit dem, nicht gut. Ja. Und man muss ja sagen, also jetzt, wenn man sich einfach nur mal so Besetzung und Stab anliest, das ist ein Riesenfilm im Vergleich zu Little Odessa. Wo er natürlich auch schon ein paar mit prominenten Namen hier und uns locken konnte, die Kinos, aber diesmal hier Harris Savides an der Kamera und Howard Shore hat den Score geschrieben und eben sehr, sehr... Müsste ja auch eine Miramax-Produktion sein. Deshalb die Weinsteins überall im Programm, ganz toll. Und dieselbe Schriftfront, die uns dann auch später in We Own the Night wieder begegnet. Ja. Fand ich sehr süß. Ja, also ich muss ja sagen, wenn ich ein großes Problem mit diesem Film habe, dann Mark Wahlberg. Also der glänzt wirklich hier nur, wenn er schwitzt. Das ist ganz unangenehm, was er da fabriziert. Also er ist so klotzig und tot. Ich hab die ganze Zeit gesagt, jetzt verrutschen die Haare und man sieht die Lobotomienarbe oder so. Die Lobotomienarbe, weil er wirkt auch immer so, als läuft ihm gleich das Gehirn aus den Ohren. Auch, ja, gut, aber das ist jetzt irgendwie auch so der offensichtlichste Vorwurf, den man machen kann, oder? Ich meine, Mark Wahlberg war nie der allergrößte. Ich finde den manchmal Darsteller, sehr interessant, oder? Und interessant angesetzt, aber irgendwie kann er auch mit diesem Darsteller nichts machen. Also, ich finde auch gerade diesen Kontrast, wenn wir auf der anderen Seite Joaquin Phoenix haben, der selbst in so statischen Momenten wahnsinnig viel spielt. Man könnte ihm vielleicht vorwerfen, zu viel, aber Mark Wahlberg ist so reduziert, dass er also wirklich als hätte da jemand so einen Pappaufsteller heimlich hingestellt, um ihn zu ersetzen. Also das war für mich wirklich einfach total ablenkend. Das hat mich immer wieder aus diesem Film rausgenommen. Mark Wahlberg ist ja mittlerweile auch wieder an einem Punkt in seiner Karriere, an dem er eben auch weiß, dass er viele Sachen einfach nicht spielen kann. Genau. Und sich deswegen eben auf diese rechten Actionstreifen mittlerweile auch hauptsächlich reduziert. Und auf eben Transformers-Sequels. Aber das war eben auch die Zeit, so in den ersten 3, 4, 5 Jahren nach Boogie Nights, als, glaube ich, auch nicht nur er, sondern, glaube ich, auch halb Hollywood dachte, oh, in dem steckt ein richtig talentierter Schauspieler. Was er eben nicht ist. Nein. Ich habe auch gar nichts gegen ihn. Ich finde ihn ja in vielen Rollen auch zumindest interessant. Aber hier trägt er auch, also das ist ja ein Film mit einer eher geringen Energie. Ich finde, das ist auch wieder so ein sehr, sagen wir es, atmosphärischer am ehesten Film. Aber vor allem halt irgendwie ein langsamer, ein ruhiger, ein kontemplativer in irgendeiner Weise an vielen Stellen. Und ich finde, er passt da als so menschliche Statue echt überhaupt nicht rein. Und er wird halt irgendwie von Phoenix an so vielen Stellen an die Wand gespielt. Und das ist ihm einfach nicht zuträglich. Und ich finde auch, dass Joaquin Phoenix auf der anderen Seite auch ein paar komische Entscheidungen trifft. Also ich finde, er betont alle Sachen viel zu wenig. Er ist ja wirklich an manchen Stellen wie so ein Mumble-Rapper, so Codein-mäßig. Ja, ich habe immer das Gefühl, so seine Wangen sind so ein bisschen taub. Also gerade, wenn er am Anfang in den Film tritt
Und dann diese Wörter fallen so aus dem Mund raus, ohne dass die irgendwie von den Lippen geformt werden. Das ist auch so ein bisschen seltsam, aber es ist zumindest mal eine Entscheidung. Ich konnte The Yards einiges abgewinnen. Ich finde den inhaltlich leider wenig spannend. Ich finde die Geschichte nicht wahnsinnig packend. Ich finde die Dynamik zwischen den beiden Freunden leidet eben darunter auch, dass sie, finde ich, eben schauspielerisch sich auch in völlig anderen Sphären bewegen. Ich finde, Lukas hat das auch schon gut gesagt, indem er sagt, Joaquin Phoenix macht auch nicht alles richtig, aber das Schauspiel von ihnen ist eben auch so am völlig entgegengesetzten Enden des Spektrums, dass die irgendwie niemals so in der richtigen Mitte zusammenfinden. Und ich immer das Gefühl habe, da schaut einer in den Film des anderen, was ja auch irgendwie auch James Gray erkennt, weil es gibt so viele Szenen, in denen eben Mark Wahlberg nachdenkend, sinnierend über irgendwas in der Ecke steht und dann eben sich umdreht und da hockt dann eben Joaquin Phoenix neben Charlize Theron und die kuscheln beide miteinander und er soll diesen sehnsuchtsvollen Blick eben geben und er schafft es einfach nicht. Ach, ja. Und eben Joaquin Phoenix offenbar gerade großen Spaß hat. Es ist eine interessante Seherfahrung. Ich glaube aber in vielerlei Hinsicht nicht so gelungen. Aber interessant immer. Ich finde es auch wahnsinnig spannend, weil im Grunde, also dem, was ja Little Odessa schon richtig macht, diese eingelebten Kulissen, die er hier wieder auffährt, sind sehr, sehr gut. Das wirkt alles sehr authentisch von der Umgebung her. Und all diese wunderschönen Hollywood-Menschen gesehen, also jetzt nicht nur Theron, Phoenix, Wahlberg, sondern auch James Caan, den haben wir schon erwähnt, aber Alan Burstyn, Faye Dunaway spielt noch mit. All diese wunderbaren Hollywood-Menschen zu sehen in dieser schäbigen Umgebung, nicht schäbigen Umgebung, eingelebten Umgebung, finde ich ganz faszinierend. Sie reißen sich allerdings auch alle kein Bein aus, muss man sagen. Also James Caan spielt halt absolut auf Autopilot, ist ein altes Hollywood-Gesetz, so doof es klingt, der sieht einfach gut aus in diesem Der Pate-Sessel. Ja, natürlich. Tut das, was er seit der Senior- oder Altersphase seiner Karriere macht. Und Faye Dunaway ist halt da, so. Man kann sie im Cast lesen. Das ist ein Problem, das ich jetzt auch häufiger mit den Grey-Filmen habe. Er trifft recht interessante Entscheidungen bei der Besetzung seiner weiblichen Figuren. Er gibt ihnen aber häufig einfach nichts zu tun. Und gerade bei Charlize Theron finde ich das wirklich bedauerlich. Da würde ich sofort unterstreichen. Also die verschwindet hinter ihrem Make-up und hat dann nur die Aufgabe, am Ende halt für einen besonders dramatischen Punkt zu dienen. Und sonst, ich weiß auch gar nicht, was sie so richtig tut in diesem Film. Also sie ist halt immer so ein bisschen, wird so mitgeschleift von diesen energetischen Feldern oder von der Abwesenheit des energetischen Felds in einem Fall. Der anderen, die halt um sie herum sich bewegen. Und ich habe das Gefühl, das ist leider oft die Dynamik, gerade in diesen frühen James Gray-Filmen, die Männer irgendwie sind so auf der Orientierung an schicksalhaften Faden, durchlaufen ihre biblischen, shakespearianischen Tragödien und die Frauen stehen in vielen Fällen so daneben oder sind so Spiegelungen von inneren Prozessen oder so. Und das finde ich so ein bisschen, ja, hätte man einfach interessanter anlegen können. Ich meine, man hat sicherlich versucht, drehbuchseitig einfach Phoenix ein bisschen mehr Tiefe zu verlangen, indem man ihm eben diesen Love Interest Charlize Theron gibt, ihm und ihm irgendwie einen Halt in der Welt zu geben, ihm ja was auf dem Spiel steht mitzugeben, aber es ist, funktioniert einfach nicht so ganz, denn ich nehme diesen beiden Charakteren auch nicht ab, was sie so aneinander finden. Denn sie tun nichts miteinander, außer dass zum Beispiel im Club dann einmal gesagt wird, oh ja, Erica ist so wunderschön und das hören wir dann 10-mal den ganzen Film über. Und das reicht offensichtlich als Charaktermerkmal und als Grund dafür, mit einem Menschen zusammen zu sein. Es ist schade. Aber ich höre, Patrick will widersprechen, oder? Nee, nicht wirklich. Für mich ist das eben leitmotivisch würde ich es jetzt nicht bezeichnen, weil das klingt irgendwie zu positiv, weil es ja schon ein Kritikpunkt beiseite ist. Der ganze Film wirkt eben so ein bisschen entrückt, nicht? Und die Figuren wirken entrückt und irgendwie so unnahbar und ich habe immer das Gefühl, der Autor oder die Autorin, Matt Reeves, ist ja Co-Autor des Drehbuchs, der hier später das spätere Planet der Affen Mastermind und der Cloverfield gemacht hat und sowas. Das Drehbuch hält die Figuren oder die Autoren halt ihre Figuren für interessanter, als sie sind. Und einfach nur bedingt durch die Tatsache, dass sie eben sehr prominent besetzt ist, von sehr, sehr guten Schauspielern gespielt werden und sich eben auch das ganze Set-Design da irgendwie wunderbar einfügt. Und aber der ganze Film wirkt irgendwie so ein bisschen unnahbar und ich habe das Gefühl, er will, dass ich den Figuren näher bin, als ich es letztendlich bin. Das zieht sich aber auch durch die ganze Art der Inszenierung durch. Ich habe das Gefühl, hier macht keiner so richtig genau das, was er möchte, sondern versucht, andere Sachen zu emulieren, nachzuäffen. Howard Shore spielt einen Score ein, der eher nach Nino Rota klingt, das sagt, glaube ich, auch Gray auf seinem, in seinem Audiokommentar. Er wollte eben Rocco und seine Brüder und er wollte eben der Pate. Ja.
Und dann kommt eben Howard Shore und muss für ihn den Rotor machen und Harris Savides macht den Gordon Willis. Und es ist eben alles so ein bisschen, es wirkt alles sehr, sehr, sehr bemüht. Was ich schade finde, weil Little Odessa wirkt für mich weniger bemüht. Der war auch stellenweise prätentiös und stellenweise merkte ich da so, oh, ja, Gray will beweisen, dass er hier Kino für die etwas schlaueren, etwas anspruchsvolleren Menschen macht. Aber The Yards hat eben diese, da spüre ich das durchweg, durch die ganzen 2 Stunden hindurch, habe ich das Gefühl. Es wirkt halt einmal immer so ein bisschen so wie das Discount on the Waterfront, so nur halt statt mit dem Hafen eben mit U-Bahnen. Ja, da ist zu viel Druck drauf, auch in diesen ganzen, was ist das für eine komische Stroboskop-Effekt? Sache, als Charlize Theron da irgendwie die, achso, wir dürfen ja nicht spoilern, als es zu einer tragischen Wendung kommt, die kurz vor Schluss, da flackert dann die Lampe an der Decke vollkommen unmotiviert, warum? Es gab doch vorher schon mal einen Stromausfall, das ist doch in der Welt schon erklärt, dann ist doch super. Ja. Es ist auch ein Leitmotiv, Stromausfall. Leitmotiv, verstehst du mal? Lichter. Ja. Okay. Das ist schon der zweite Top-Gag. Vorhin hatten wir Maximal und Maximilian Schell. Mhm. Und jetzt Leitmotiv und Licht. Ich weiß, warum ich euch eingeladen habe. Ich habe noch einen Gag. Oh. James Gray macht nach dem Film, in dem er Tim Roth in der Hauptrolle besetzt, einen Film namens The Yards und benennt seine weibliche Hauptfigur Erica Stalls. Na? Das war wirklich hohes Level hier jetzt. Naja, man muss um 2 Ecken denken, aber es ist schon, wir haben ja gesagt, vielleicht ist das Ganze auch Quatsch mit dem Tarantino, ich höre dir trapsen und ich muss dem Ganzen was entgegensetzen, aber mir fiel's auf, weil ich dachte, warum? Ist jetzt nicht der naheliegendste Name. Als du aufbautest, irgendwie, ich mache jetzt einen Gag, dachte ich, du sagst einfach Mark Wahlberg nochmal oder so. Aber Rocco. Ich dachte, es geht jetzt irgendwie um Farben oder also so. Also ich meine, ich halte aber Rocco und seine Brüder tatsächlich für einen sehr guten Bezugspunkt, weil, wenn ich das richtig gesehen habe, dieser Kampf auf der Straße zwischen den beiden, der dann entsteht, ja auch sogar mehr oder weniger 1:1 von der Perspektive und so davon übernommen ist. Es gab im Internet irgendwie so ein Video, das so Anspielungen und visuelle Motive und Echos so sammelte, so ein typisches Video-Essay, und da war dann diese Szene wirklich so parallel montiert zu der aus Rocco und seine Brüder, und das drängte sich dann sehr auf. Ich möchte, glaube ich, noch eine kleine Sache erwähnen. Wir haben ganz viele Szenen in diesem Film, die jedes Mal exakt gleich gefilmt sind in allen Filmen. Also zum Beispiel diese Szene hier, wo er das erste Mal Frank Olchin, also die James Caan-Figur, trifft. Das ist genauso gefilmt wie eine ähnlich angelegte Szene dann zum Beispiel später in To Lovers. Also so diese, hier ist jemand, der dir einen Job anbietet, der dir eine neue Perspektive aufzeichnet. Und gerade die Sexszenen in diesen Filmen, in jedem kommt eine vor. Also es ist wirklich so eine fast obligatorische. Und die sind wahnsinnig ähnlich gefilmt. Also das ist immer so ein Orientieren an Gesichtern, ab und zu so ein bisschen rausgehen, viel die Bewegung der Körper aneinander einfangen. Ich finde das ganz spannend, dass James Gray schon so ab dem 2. und spätestens mit dem 3. Film merkt man, bestimmte Situationen werden immer gleich gefilmt. Auch zum Beispiel die Art, wie irgendwie man die Kamera platziert in, was weiß ich, in der Straßenbahn oder so. Also er schafft sich, das finde ich, merkt man hier, sehr schnell so ein festes Registern von Bildern und von Szenen, die dann nur noch neu arrangiert oder neue Szenarien verfrachtet werden an. Und ich finde ganz spektakulär ist zu viel, aber ich finde es sehr gut gespielt, wie Faye Dunaway am Ende zusammenbricht. Also das fand ich sehr eindrucksvoll gespielt. Das ist ja gar nicht so leicht, so ein Umfallen, Zusammenbrechen. Das kann auch leicht halt albern und pathetisch wirken, und das fand ich von ihr wirklich sehr gut gelöst. Allgemein finde ich die letzten 5 Minuten von The Yards wirklich toll. So, also alles ab dieser letzten Es ist die Beerdigung am Ende, auf jeden Fall die Familienfestivität am Ende mit der Tür, die sich der Pate mäßig am Ende nochmal schließt, und eben das vorhergegangene Anfangsbild mit der Bahn wieder. Da sind wir natürlich wieder bei dem Stichwort irgendwie große Schlussbilder. Ja.
Ja, es gibt auch andere tolle Bilder. Ich möchte den Film jetzt irgendwie auch gar nicht in Grund und Boden reden. Ich fand den schon rundum gut. Natürlich eher so am positiven Ende des Spektrums, als jetzt irgendwie am negativen. Ich glaube, das ist auch durchgekommen. So. Ja, es gibt auch wunderbare Familienszenen. Also ganz offenbar will hier James Gray hier seinen Mini-Part machen. Deswegen hat auch James Caan gecast. Deswegen sieht eben James Caan auch stellenweise, ist genauso ausgeleuchtet wie Brando im ersten Part. Wie Brando, genau. Von oben mit dem harschen, kontrastreichen Licht. Du hast da dieses Familienabendessen, wo eben alle zusammenkommen und sich das Essen rüberreichen. Und die essen eben Chinese Takeaway und eben kein großes Festmahl, aber im Grunde sind das alles schon so Szenen, die sagen, hier, ich versuche mal einen Film zu sein im Jahr 2000, der so nach 1970 aussieht, wie ein Film im Jahr 2000 noch aussehen kann, und das gelingt ihm ja auch ganz gut. Ich weiß aber nicht, ob es hält eben nur einfach mein Interesse nicht am Leben für 2 Stunden und die Figuren eben auch nicht, leider. Eine Sache, die jetzt noch anklang, die man vielleicht erwähnen kann, ist, wie präsent Rituale, Feste, alles, was eben in irgendeiner Form Hochzeit ist, in diesem Film, wie sehr die ausgestellt werden, wie bedeutsam diese für die Familien sind jeweils. Das sind die Orte, wo man zusammentrifft. Sie enden oft bei Festen. Also wenn das jetzt, ob das jetzt Silvester oder also Neujahr halt irgendwie bei Two Lovers ist oder hier diese Ernennung, wo dann auch eine Festrede gehalten wird. Also so dieses Alltagsreligiöse, das halt den Familien Zusammenhalt gibt, wo man eben auch wieder zusammenkommt und sich aus diesen Zweierkonstellationen, die sonst so oft vorherrschen, löst, wo man so auf sich selbst und vielleicht noch jemand anderen zurückgeworfen ist, die werden irgendwie ganz besonders herausgestellt und inszeniert. Also das finde ich vielleicht noch bemerkenswert, so okay, dieses Überbetonen von Ritualen, Festen und allem, was halt so Alltag aufbricht. Noch letzte Gedanken zu The Yards oder wollen wir Helden der Nacht werden? Seid ihr Helden der Nacht, ja, Lukas? Ich wollte ergänzen, das ist jetzt wenig interessant, aber wer gerne ehemalige Charakterdarsteller von Anno Dazumal entdecken will, in teils winzigen Rollen, der hat hier auch, glaube ich, in The Yards seine liebe Freude. Steve Lawrence ist dabei. Stimmt. Tony Musante. Thomas Millian hat eine kleine Rolle, den man eigentlich kaum im Hollywood-Kino sieht, also zumindest zu der Zeit nicht mehr. Und das macht auch Spaß. Ist sowas fürs dritte Mal gucken, nicht fürs erste Mal vielleicht. Mal sehen, ob ich The Yard 3-mal gucke. Unwahrscheinlich. Ja. Yeah. Ich hab's getan. Aber es reicht jetzt auch für die nächsten 10 Jahre. War ein anstrengender Nachmittag. Und alles, was du bekommen hast, ist dieser Podcast. Ja. Jetzt hier kommen die Brudis in New York. Oder wie hieß der? Die Brudis in New York. Auch der bessere Untertitel, muss man eigentlich. Zwei Brudis treiben's wild in New York. Ja. Helden der Nacht, We Own the Night. 2007 erschienen, wieder mit Joaquin Phoenix und Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Vielleicht hat James Gray ein wenig gelernt von seinen Erfahrungen oder von der Rezeption von The Yards, denn Mark Wahlberg darf die Handlung recht früh verlassen, um dann für längere Zeit auch nicht mehr aufzutauchen. Dieses, wie bereits schon erwähnt, die Geschichte von zwei Brudis in New York, im Brooklyn der 80er Jahre. Bobby, gespielt von Joaquin Phoenix, ist ein Clubbesitzer eines Clubs namens El Caribe, hat eine wunderschöne Freundin, Amanda, gespielt von Eva Mendes, und steht so im Dunstkreis der russischen Mafia. Mark Wahlberg dagegen ist Polizist, genau wie der gemeinsame Vater, Albert, der Grand Police Captain eben von Brooklyn. Und da ist der Konflikt natürlich schon vorprogrammiert. Verbrecher gegen Polizist in der eigenen Familie, große Familientragödie. Was wird da wohl passieren? Punkt. Ich mag We Own the Night sehr. Wahrscheinlich, also Two Lovers mag ich noch ein bisschen mehr, aber mit We Own the Night hatte ich wirklich sehr viel Spaß. Und das geht schon mit dem Opening los. Wir wissen alle, dass Heart of Glass von Blondie der beste Song aller Zeiten ist. Mhm. Und dieser Weg von Phoenix durch den Club, die Spiegel an den Decken und wie das dann so genüsslich gegengeschnitten wird auf die piefige Polizeifeier, wo eben nicht Champagner aus Kristallgläsern getrunken wird, sondern wo man aus diesen Alubehältern Macaroni mampft. Großartig. So, also natürlich auch nicht das Allersubtilste, einfach zwei verschiedene Feiern gegeneinander zu schneiden, oder nacheinander ablaufen zu lassen, um eben zwei Milieus auszuleuchten. Gefällt mir aber sehr gut.
Nee, es ist ökonomisches Filmemachen auf jeden Fall. Und bitte, bitte nicht jetzt falsch verstehen. Subtiles Filmemachen ist auch ja auch nicht per se gut. Also das ist ja, also ich möchte, dass es sich so anhört, ich glaube, weil es ja auch nicht deiner Haltung entspricht, Finn, zu sagen, wir wollen hier was Subtileres. Das ist kein Film, der sich für Subtilität anbietet, wie das ganze Kino von James Gray. Alles andere ist eben als subtil. Also das ist nichts für Leute, die sich irgendwie in Reddit-Foren zerfetzen darüber, was könnte man irgendwie, was könnte der Filmemacher damit gemeint haben. Das ist alles hier so, ne, serviert, wie es ist. Es hat was sehr realistisch, vielleicht sogar fast schon naturalistisches. Die Dinge sind halt häufig das, was sie sind. Ja. Ich hatte mich ganz zu Anfang tatsächlich gefragt, ob diese Filme nicht im weitesten Sinne, da hatte ich mich aber noch nicht genau damit beschäftigt, ob man die vielleicht sogar als Camp einordnen könnte. Kann man eigentlich nicht, weil in meiner Erinnerung heraus die filmischen Bezüge in den Charakteren etwas stärker angelegt waren. Also in meiner Erinnerung heraus war dann Mark Wahlberg in The Yards halt wirklich so eine, halt ein Pastiche Marlon Brando oder sowas. Der Fall war es dann eben einfach nicht. Wie gesagt, bei James Gray sind die Dinge immer genau so, wie sie vordergründig aussehen. Und meistens werden die von sehr schönen Menschen gespielt. Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg und Eva Mendes. Und das macht dann auch sehr viel Spaß. Noch was weiteres dazu, sonst würde ich weitermachen mit Dingen, die mir gefallen an Beyond the Night. Ich weiß noch nicht, ob es so wahnsinnig profund ist. Einfach nur zu sagen, das mochte ich und deshalb mochte ich es. Ja, sag doch mal was und dann fragst du uns nach unserer Meinung dazu. Dann frage ich euch, wie ihr das findet, ja. Nein, We Own the Night besitzt zwei wunderbare Spannungsmomente. Das wäre eben einmal der Moment, wenn Phoenix in das Stash-House der russischen Mafia kommt, mit dem Feuerzeug zusammen. Das macht Spaß. Und die Verfolgungsjagd im Regen, die dann auch wieder so was Stummes, was Erdrückendes hat, das ist ganz großes Kino. Und das hat mich jetzt auch beim dritten oder vierten Mal, dass ich diesen Film gesehen habe, pocht mir das Herz und ich bin absolut hin und weg. Ja, tolles Ding. Da stimme ich dir absolut zu. Für mich sind das auch so mit die zwei stärksten Szenen. Mhm. Und vor allem eben auch, weil sich James Gray dann offensichtlich für ihn neuen Dingen versucht, inszenatorische Mittel erprobt, neue, finde ich auch wahnsinnig spannend. Beide Szenen sehr, 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 sehr gut. Auch gerade die Actionsequenz mit der Autoverfolgungsjagd, mit der Schießerei, völlig unkonventionell, allein aus seiner Perspektive gedreht. Dabei aber jetzt nicht so angeberisch auch sehr schön, also es gibt ja auch diese tolle Szene in Children of Man, die auch im Grunde komplett aus der Fahrerkabine gedreht ist, aber wo sich eben jemand wie Inarritu halt neuester computergenerierter Tricks und so einer virtuellen Kamera bedient und We Own the Night, darin schafft das eben James Gray auch, aber eben mit konventionellen analogen Mitteln, ohne sich irgendwelcher Trickserei zu bedienen. Und gerade die Tatsache, dass man eben wirklich auch diese, das, was da passiert, nur so in Fragmenten mitbekommt, macht es unglaublich spannend. Also der Regen, der eben die Sicht verdeckt und man sieht eigentlich nur die Hälfte von dem, was so um ihn herum passiert. Und diese Orientierungslosigkeit ist absolut mitreißend, packend und ich habe das sehr genossen. Also ich habe mir die auch zweimal angeguckt. Das ist die einzige Szene, bei der ich gesagt habe, okay, stopp, ich gehe nur mal 5 Minuten zurück. Die ist ganz fantastisch. Ich finde fast, dass Gray sich jetzt hier in We Own the Night, ja. Oder Helden der Neid. Oder Helden der Neid, ja. Im Hinterhof von Brooklyn. Er verliert sich fast schon so ein bisschen irgendwie in diesen Einzelvignetten und es wirkt dann so auf den letzten 10 Minuten aller, ach, wir hatten ja eigentlich noch einen Plot zu erzählen, deswegen bringen wir mal ganz schnell diese russische Mafia-Geschichte zu Ende. Ja. Das ist ein kleiner Schlenker, mit dem man leben muss, weil ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich wirklich investiert war in die Beziehungen zwischen Robert Duvall und Joaquin Phoenix. Man muss sagen, Mark Wahlberg findet diesen Film einfach nicht so wahnsinnig statt. Sehr gut, ne? Das ist großartig, seine beste Leistung. Ich war ein bisschen überrascht, ne, wenn die Endcredits dann beginnen und da steht dort eben produziert von Joaquin Phoenix und Mark Wahlberg, dachte ich, okay, das ist wieder ein großes Plus für Mark Wahlberg in meinem Buch, dass er in einem Film, in dem er wirklich nicht die Heldenrolle spielt und auch wirklich ausdrücklich nicht gut wegkommt und auch verschwindet über weite Strecken, trotzdem sagt, hier, ich steck da Geld rein.
Na, wenn man so ein cooles Leben hat, wo man immer um 4 Uhr morgens aufsteht, um zu trainieren und dann betet und ja, so, dann steht man auch über sowas in seiner Selbstlosigkeit. Nein, ich würde euch absolut recht geben, diese beiden Sequenzen, die ihr herausgehoben habt, gerade diese Verfolgungsjagd, sind wirklich grandios inszeniert. Und ich glaube, auch da ist es auf keinen Fall schlimm, dass die sich wieder so ein bisschen anlehnen, zum Beispiel an The French Connection und die Art, wie das da inszeniert wird. Also den Vergleich zu Children of Man kann ich auch sehr gut nachvollziehen, da musste ich auch so ein bisschen dran denken. Aber diese beiden Situationen sind wirklich hervorragend gemacht und das, was außenrum passiert, ist dann leider in vielen Teilen ein bisschen schwächer. Und gerade dadurch, dass Mark Wahlberg dann gänzlich verschwindet und diese Brüderbeziehung weicht zu, naja, so einer allgemeinen Betrachtung am ehesten, vor allen Dingen eben von Joaquin Phoenix, der schon sehr viel deutlicher als in den anderen Filmen eben alleine als Protagonist im Mittelpunkt steht. Und oft dann halt zusammen mit Eva Mendes, was irgendwie auch eine etwas unbefriedigende Beziehung ist, weil sie ja einfach nur da ist, um Angst zu haben, um so ein Faktor zu sein, der irgendwie an seinem Leben halt irgendwie nagt, die seine Entscheidungen so in Frage stellt oder halt als Komplikation funktioniert, die also so ein reines, die eher so eine Drehbuchexistenz hat und darüber hinaus eben sehr wenig Eigenständiges tut. Das fand ich alles sehr unbefriedigend und sehr uninteressant auch, ehrlich gesagt. Also ich finde das auch immer ein bisschen merkwürdig, so. Ich habe nie das Gefühl, dass James Gray ein besonders großer Fan ist von Genre-Kino. Also er zieht ja normalerweise sehr wenig raus, also sehr wenig, dass er so uns selber mitreißt mit so den Mechaniken von Genre-Kino, sondern ich habe das Gefühl, das ist ja oft mehr so ein Mäntelchen für diese ganz klassischen dramatischen Familiensituationen. Und hier hatte ich das besonders. Also ich kann schon verstehen, warum Leute oft irritiert waren, weil wenn man sich diese Trailer zu den Filmen anguckte, das klassische Thriller, und das ist ja nun das hier wirklich überhaupt nicht. Und ich dachte mir, Es verweigert sich fast ja, schon. Also ne? Es macht sehr viel auf. So, ich fand das gerade bei der Eva Mendes Figur. Ich hätte eigentlich so damit gerechnet, also so doof es klingt, klassischerweise ist die Frau in diesen Genrefilmen, wenn wir den Helden haben, hier einfach dann noch das Mittel, wo der Böse die wird am Ende entführt oder sowas und ist nochmal so ein Espresso. Das finde ich wieder charmant, dass das eben genau nicht passiert. Ja gut, dafür verschwindet also, sie dann Eva, halt. Also das ist jetzt auch nicht viel ja, besser. Ja gut, dass Eva Mendes verschwindet, es ist nicht besser. Also sie verschwindet halt einfach. Aber ich war schon so davor, dass ich da auch, nö, jetzt möchte ich aber, jetzt kommt doch bitte nicht mit dem Vadim, unserem Hauptantagonisten, noch so eine doofe Entführungssequenz. Ich gebe dir recht, es wirkt alles ein bisschen erzwungen oder halt einfach nur als Vehikel, um eben diese Vater-Sohn-Geschichte erzählen zu können. Was ja auch erstmal nichts Verwerfliches ist, aber ich verstehe nie so richtig, warum James Gray ins Genre geht. Also das verstehe ich zum Beispiel auch später bei Ad Astra nicht so richtig, weil ich immer das Gefühl habe, andere Szenarien, die nicht so weit wegführen von diesem Kern bei ihm, wären vielleicht viel besser für ihn. Also ich habe auch nie das Gefühl, dass er Genre mag. Man hofft wahrscheinlich sicherlich einfach, so zwei Arten von Publikum erreichen zu können. Mhm. Eben halt Leute, die einmal im Jahr ins Programmkino gehen und jetzt halt den neuen Arthouse-Film mit Joaquin Phoenix und Robert Duvall schauen. Und eben die Action-Crowd, auf die dann diese Trailer zugeschnitten wird. Aber ist das... Es funktioniert aber beides halt nicht. Ist das eine gute Mischkalkulation? Und sollte das so spürbar sein, wenn du das so beschreibst, in den Filmen, dass es man auch auf so, ja, so ein, ich sag jetzt mal, zwei Quadranten mit Arthouse- und Blockbuster-Film, dass man darauf so schielt? Also, das würde ich jetzt nicht unterstellen wollen. Aber scheint dir das sinnvoll? Nein, das erscheint mir nicht sinnvoll. Aber ich habe eine Erklärung gesucht, weil ich mich das auch gefragt habe, warum eigentlich Genre? Hm. Hast du da eine bessere Erklärung, Patrick? Vermutlich nicht. Ich habe das Gefühl, bricht sich offenbar mit euren Eindrücken, dass hier tatsächlich das klassische Genre-Kino, klassische Genre-Erzählung musste eben deutlich mehr im Vordergrund stehen als das zwischenmenschliche, innerfamiliäre als in seinen anderen Filmen. Ich war fast enttäuscht davon, wie konventionell der Film vor allem in seiner zweiten Hälfte ist, wie glatt alles läuft. Das hat viele Konflikte einfach dadurch, dass Eva Mendes einfach verschwindet, dadurch, dass einfach Figuren einfach sterben und damit aus der Handlung sind. Also ich fand den Film im Zwischenmenschlichen sehr, sehr unbefriedigend. Ja.
und muss mich erstmal, insbesondere das, weil ich eben vorher Little Odessa und The Yards gesehen hatte und gedachte und weiß, dass eben James Gray sehr viel daran liegt, eben Gefühle auszuerzählen, auch irgendwie figürliche Dynamik, also zwischenmenschliche Dynamik sich entwickeln zu lassen und irgendwie zu einem desaströsen meistens Ende kommen zu lassen, wie wenig er interessiert daran ist hier in dem Film, der fast schon auf einer betont versöhnlichen Note endet. So von wegen, wir haben uns allem entledigt, was irgendwie störend sein könnte. Eva Mendes ist weg, die stört nicht weiter, die Bösen sind alle tot. Und klar, der Papa muss im Laufe des Films dran glauben, aber ich meine, dafür castet man eben auch Robert Duvall in dem Alter, in damaligen Karrierezeitpunkt, in so einer Rolle. Auch das ist vorhersehbar, das macht ja auch James Gray Filme alle nicht schlecht, dass sie vorhersehbar sind. Ich fand es enttäuschend konventionell. Dann habe ich mir immer Gedanken drüber gemacht und dachte, ja, wieso eigentlich? Eigentlich soll es mir doch gefallen, weil der ist ja betont unprätentiös, betont einfach unterhaltsam. Aber die beiden Sachen passen für mich nicht so gut zusammen, weil das, was der Film zu Beginn etabliert, ist schon, dass es einen großen Konflikt geben wird zwischen diesen beiden Welten. Der Welt voller Korruption und Rausch, Exzess und Geld und der Down-to-Earth Polizisten dort, der Cops, die rechtschaffenerweise ihrer Dinge nachgehen. Da gibt es auch anscheinend keine wirkliche Korruption in deren Reihen. Das ist alles wirklich, die sind total integer. Was Blue Lives Matter. Was nicht zur aktuellen Debatte heißt. Genau. Was nicht vollkommen konträr geht zur aktuellen Debatte. Und dann geht doch alles relativ glatt. In dem Moment einfach dieser Konflikt, der dort entstehen könnte, ist in dem Moment, wo eben Mark Wahlberg angeschossen wird im Krankenhausland, wo dann auch für eine Stunde der Filmlaufzeit bleibt, komplett aus dem Weg geräumt. Joaquin Phoenix sagt, ja doch, klar, mache ich mit. Und klar, da gibt es auch Spannungsmomente und der Papa muss sterben. Und aber es gibt eigentlich für mich keine nennenswerten zwischenmenschlichen Konflikte mehr, die mich interessieren. Was so komisch ist, weil der Film fährt wie auf Gleisen bis zum Ende. Eingleisig. Was so komisch ist, weil wir haben ja bei Two Lovers eigentlich ein ähnliches Ende, nur dass es da was sehr Negatives ist, weil es da so die Hölle des Gleichen ist. So eine Form von Anpassung, von Eingliederung. Und hier ist das theoretisch auch angelegt, aber es wird so merkwürdig beiseite geschoben. Also ich habe am Ende gedacht, eigentlich sollte sich dieses Ende wie auch was irgendwie Ambivalentes anfühlen, aber es war eigentlich, wie du das schon beschreibst, es lief halt einfach alles glatt auf diesen Punkt hin und das ist ja eigentlich auch, also zumindest in der Logik des Films, ist das alles ja im Endeffekt dann mehr oder weniger gut ausgegangen. Also sicher gab es so die zwei Hindernisse, aber was ich zum Genre-Kino halt noch sagen wollte, ich hatte halt das Gefühl, diese beiden Action- oder Suspense-Momente fühlen sich wie so ein bisschen aus einem anderen Film an. Also ich hatte das Gefühl, so gerade diese Verfolgungsjagd mit den Autos wirkt so wieder reintransplantiert. Und das ist so eine Stimmung, die ich öfter habe. Also wenn ich zum Beispiel bei Ad Astra an, was weiß ich, die Weltraumpiraten oder den Affenkampf denke, da bin ich auch immer so, wie passt das jetzt in diesen Film rein? Also ich finde solche Brüche ja erstmal spannend, aber verstehen tue ich sie noch nicht. Vielleicht ist das erst, wenn wir bei der zweiten Hälfte von James Gray sind, dass ich das begreife. Oder könnt ihr mir das vielleicht ein bisschen erklären, warum die da sind und warum da so ein Bruch sich für mich aufdrängt vom Gefühl her? Bei We Own the Night tatsächlich nicht wirklich. Also Ad Astra habe ich eben einfach verstanden als, ja, wirklich James Gray erzählt uns jetzt halt hier zwei Stunden über die Entwicklung des Sci-Fi-Kinos und verhandelt halt irgendwie anhand von Brad Pitt und Tommy Lee Jones, ist es Tommy Lee Jones als Gegenpartner, ja, ne? Verhandelt halt so einen Konflikt irgendwie zwischen klassischem Sci-Fi-Kino und eben der neuen Form davon, was nur noch eine Pastiche des Alten ist. Und deswegen sind da halt diese reingepappten Szenen drin, weil er eben nach und nach alles durchexerziert, was die Filmwelt uns so zum Sci-Fi-Kino zu sagen hat. Deswegen ist halt der Affe irgendwie so ein bisschen als Sci-Fi-Horror-Verwandtschaft für die Fliege da oder sowas. Das ist ja fast dieselbe Einstellung, wie wenn diese Affenpranke an den Transformator. Der heißt nicht so, der heißt sowas. Irgendwas viel Komplizierteres, aber. Ich glaube, der heißt einfach nur Pot, aber. Echt? Ich dachte, der hätte irgendwie so einen coolen. Ja, in dem Film sagt er nur die zwei Pot. Ja, natürlich, irgendeinen coolen Titel hat er schon haben. Aber wir haben es alle vergessen, darauf können wir uns ja einigen. Er war wohl nicht so gut. Ich möchte jetzt auch, ich kann ja auch nicht für euch sprechen. Für mich fühlt sich, ich glaube, das habt ihr aber auch schon so in einer anderen Art und Weise so, glaube ich, kommuniziert. Hoffentlich ist einfach, dass sich die zweite Hälfte für mich nicht wirklich zur ersten Hälfte des Films passt. Es widerstrebt mir auch irgendwie der Gedanke, einen Film in der Mitte
teilen und zu sagen, hier gibt es eine Zäsur und da beginnt jetzt die zweite Filmhälfte. Aber so Pi mal Daumen, ja, so vom Gefühl her muss ich sagen, die zweite Filmhälfte fühlt sich für mich wie ein nicht eingelöstes Versprechen, das mir eben die erste Hälfte macht, in der sie mir eine Geschichte, eine Prämisse bereitet, die ich für mich nicht befriedigend gelöst finde, weil es einfach alles zu glatt läuft in dem Moment, in dem eben der nicht integre Bruder diese Epiphanie hat, so von wegen, oh, ich hänge mir ja mit Leuten zusammen, die meiner Familie Böses wollen, ich gehe jetzt auch auf die gute Seite, und der Film danach eigentlich für mich keine wirkliche dramaturgische Entscheidung von Gewicht mehr trifft und alles komplett glatt laufen lässt, bis zu einem Ende, wo wir eben einen ehemaligen Clubbetreiber /Kleinkriminellen haben, der geehrt wird auf einer Polizeiveranstaltung als neuer, toller New Yorker Cop. Und ich dachte, da kommt da noch irgendwas, aber dann kommt der Abspann. Und das alles in 6 oder 7 Tagen so. Also es wirkt so unfassbar kurz alles in dieser Filmwelt. Ja, es wirkte fast schon parodistisch, ehrlich gesagt. Ja. Also ich saß jetzt auch ich habe den Film nicht zum ersten Mal gesehen, ich habe zum zweiten Mal gesehen, und auch bei meine Eindrücke waren bei beiden Malen gleich. Dachte ich, ach, der Film ist jetzt schon vorbei. Nicht, dass der länger sein muss als 2 Stunden. Aber es fehlt für mich voll jedweder interessante Konflikt gegen Ende des Films einfach. Vor allem die letzten Worte sind dann I love you too und dann Amen. Also das ist ja auch so wie so ein Gebet zu Ende gebracht. Also ich finde dieses ganze Ende sehr irritierend, und ich würde das, was Patrick gerade gesagt hat, definitiv unterstreichen. Also da ist irgendwie eine Form von Zweiteilung, von Bruch da, die mir auch irgendwie nicht so richtig behagt, wo ich mich frage, so, also woher kommt diese Transformation, diese Plötzlichkeit, die in deiner Beschreibung gerade so ein bisschen anklang, die spürt man ja schon sehr. Und ich finde, das bricht auch so diese, also es geht mir jetzt nicht immer um kohärente Psychologien oder so funktionieren Menschen natürlich auch nicht. Mhm. Aber ich hätte das ja schon gern irgendwie auch verstanden, so wie diese Verwandlung kommt und auch so ein bisschen stärker die Reize und die Versprechen dieser beiden Welten gegeneinander ausgespielt. Das ist ja irgendwie was in der ersten Hälfte so dargestellt wird, was aber nie kommt. Also ich finde, beide Welten und ihre Glücksversprechen, diese Pfade, die da dem Migranten oder dem Migranten in zweiter oder dritter Generation irgendwie geboten wird, die werden ja beide gar nicht so nahegelegt oder verständlich gemacht. Und ich glaube, das ist bei einem Film, der so sehr zumindest behauptet, anfangs von denen zu erzählen, schon irgendwie eine Leerstelle halt. Es ist vor allem besonders schade, weil, wie auch bei Patrick schon anklang, eben auch die Vermischung dieser Welten dann irgendwann nicht mehr stattfindet. Ja, aber ich dachte, du fandst den gut. Ja, ich fand den auch gut. Also ich finde den visuell unfassbar reizvoll. Ich finde den super inszeniert, großartig gespielt von Phoenix und Duval, und da ist mir dann irgendwie der Plot relativ egal oder so, die Kohärenz des Ganzen. Ja, es ging mir ja, glaube ich, Patrick wollte gerade was sagen. Ich muss euch ja absolut recht geben, das ist einfach ein Fakt. So, wir bekommen am Anfang, oder sagen wir noch zur Clubzeit, bekommen wir nahegelegt, wie wichtig es Phoenix eben ist, eine zweite Identität anzunehmen, dass eben niemand von diesen russischen Gangstern weiß, dass seine Familie Polizisten sind. Mhm. Und gefühlt eine halbe Stunde später ist das dann auch wieder egal. Und wenn er dann schon wieder Polizist ist, kann er in den Club wiederkommen, wo man sich denkt, wirst du nicht eigentlich gerade von der kompletten russischen Mafia gesucht? Ja. Weil du, wie gesagt, jetzt ein bekannter Polizeispitzel einfach bist und du kannst einfach so in den Club reinrennen, aber gut. Ist halt so. Für mich überwiegt einfach die technische stellenweise Brillanz des Filmes, die ist absolut erzählerische Holper. Die ist auch völlig unzweifelhaft. Das würde ich auch niemals in Zweifel ziehen. Und We on the Night ist auch super unterhaltsam, muss ich sagen. Für mich ist es eben wieder der klassische Fall von, nicht mehr als die Summe ihrer Teile. Es gibt viele tolle, brillante Momente, aber es passt für mich eben nicht so richtig zusammen. Zum Beispiel der Schurke, also Vadim, macht mir unglaublich Spaß. Aber dass er eben auch diese fast übermenschlichen Kräfte entwickelt im Laufe des Films, indem er eben in einem Polizeiwagen mit geschlossenen Fenster offenbar Gespräche mithören kann auf der anderen Straßenseite und dann erkennt, oh, das ist ja irgendwie der Sohn des Polizeichefs. Und dann noch irgendwie so, ich werde euch alle töten, steht da in Untertiteln oder sowas in der Art. Kannst du das nicht? Dann,
Ja, das ist, ist schon erstaunlich. Oder also es wirkte für mich eben also so ein bisschen wie, ich hatte zwischendurch das Gefühl, ich sei in einer späten Episode von Breaking Bad, als er dann während dieses Raids auf das Drogenlabor, die Drogenvertriebszentrale, dann eben den Puls von Joaquin Phoenix fühlt und so, ich spüre es, dass du lügst. Und ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie Giancarlo Esposito in Breaking Bad. Was Spaß macht, ich mag Breaking Bad, aber es ist halt eine vollkommen andere Serie als dies hier. Es ist eine Thriller-Serie, Action-Thriller-Serie mit parodistischen Zügen und Beyond the Night will halt großes Gangster-Drama sein. Ja klar, will und halt wieder dieser Great American Novel auch irgendwie sein. Will uns was erzählen über diese Pfade von Migration und die Versprechen dieser Welt und das löst er eben nicht ein. Und wird eben High-Class-Camp in der zweiten Hälfte und das ist auch total fein. Aber für mich so im Ganzen dann eben enttäuschend. Ja, aber er will nicht Camp sein. Also ich finde, James Gray macht ja ein Kino absoluter Ernsthaftigkeit, also völliger Ironiefreiheit. Also ich glaube nicht, dass da. Und ich finde, das ist ja auch etwas, das ich an ihm, glaube ich, eher schätze als ablehne, dass er jemand ist, der dazu neigt, diese Welten halt im Brustton der Überzeugung zu schildern. Also ich glaube wirklich, dass der überhaupt keine. Dass da eine absolute Distanzlosigkeit zu diesen Geschichten besteht halt. Und also es wird ja oft verglichen mit der Oper, die halt auch uns sehr direkt Gefühle und Empfindungen mitteilt, indem die Leute wirklich so in den Texten mitteilen, indem sie das nach außen tragen, in dem, was sie sagen. Und ich glaube, diese Ganzheitlichkeit, das ist ja auch so, glaube ich, so ein hochkultureller Gestus, so, es gibt nichts daran, was ich aufrichtig brechen will, was ich irgendwie dekonstruiere innerlich. Aber ja, du sagst es schon, es rutscht dann halt unfreiwillig hier für mich so ein bisschen in den Camp ein. Und ich glaube, in The Yard auch, einfach gerade durch manche Performances da. Mhm. Sorry, ich rede in zu langen Monologen. Nee, überhaupt nicht. Ich würde auch ehrlich gesagt nur noch ergänzen, so viel fällt mir auch gar nicht mal ein, so die We Own the Night, einem guten Film, was ich nochmal ausdrücklich sagen möchte. einem okayen keinem sehr Film. Guten Film. Vielleicht auch die Frage nochmal an euch weitergeben, weil wir über eindrucksvolle Filmbilder zum Ende sprachen. Mein Eindruck ist, ich weiß nicht, man soll nicht über Filme sprechen, die es nicht gibt, schlechter Stil, aber ich wünschte mir fast, der Film hätte 5 oder 10 Minuten früher geendet, weil es gibt diese wirklich sehr schöne, zärtliche Geste zwischen den beiden Brüdern nach eben Ivans Tod, die eben auch Spielraum lässt. Heißt der nicht Vadim? Einfach, Vadim, Entschuldigung. Aber Vadim Ivan könnte ja genauso gut heißen, das leuchtet mir ein. Irgendwo in einem der anderen Filme, die heute Abend sprachen, gibt es, glaube ich, einen Ivan, egal. Nach Vadims Tod. Diese Geste zwischen den beiden Brüdern, die lässt so viel Spielraum einfach dafür, sich eigene Gedanken zu machen, wie es jetzt weitergehen könnte in dieser sehr angespannten Situation, wie ich finde, unmittelbar nach dem Tod des Vaters auch. Ich finde es enttäuschend, dass der Film dann quasi so, was sich für mich wie so ein Epilog anfühlt, der sehr konventionelles Hollywood-Ende dem Film bereitet, dass es dann eben heißt so, und danach war er erfolgreicher Polizist und die Brüder verstehen sich offenbar. Ich sehe da einfach irgendwie vielleicht wieder fast schon den Zwang von Gray, eben einfach immer unbedingt so filmische Klammern schließen zu wollen. Mhm. Also halt, wir beginnen mit einer Ernennung und wir enden mit einer Ernennung. So. Ja gut, das ist... Es ist auch die Tendenz zum Ritual. Es endet als Gebet. Es endet als Rede und als Gebet und als so ein Zusammenfinden unter Brüdern. Aber ja, ich mag diese Welt, die da kurz aufgemacht wird, dieses seltsam rauchig-neblige, was ja auch irgendwie meint, okay, hier liegt alles irgendwie im Unsicheren. Hier erkennt man einander kaum noch. Also es hat fast schon was von so einem Vietnam-Kriegsfilm dann irgendwann, oder? Ja, wenn das, so Napalm. Wenn das Feld abgebrannt wird, so Apocalypse Now-mäßig. Ja, es ist auch so was Diffuses, so eine Welt, wo man Leute nicht mehr identifizieren kann, wo alles auch so ein bisschen so im Konjunktiv liegt und so. Das finde ich eigentlich, das ist sicher ein guter Punkt, um zu enden. Und das hätte den Film, ich weiß nicht, ob es ihn besser gemacht hätte oder so, aber ich hätte jetzt diese Abschlussfeier auch nicht vermisst. Vielleicht hat das Studio gesagt, mach mal. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ist ja auch mal müßig, über sowas zu spekulieren. Ich weiß nicht, ist es auch eine Miramax-Produktion? Ich glaube ja, oder? Ja, denen sagt man ja sowas nach. aber ich möchte jetzt irgendwie auch nichts behaupten, was womöglich gar nicht stimmt. Aber ich finde das spannend, dass jetzt heute, wenn man irgendwie mit alten Filmen unzufrieden ist, dann sagt man einfach, das war Weinstein und dann also das ist mir jetzt in Interviews in letzter Zeit irgendwie häufig aufgefallen, dass da viel in diese Richtung verschoben worden ist. Release the Grey Cut. Das ist, nächste Hashtag auf Twitter. Es wird auch Zeit.
Ganze vier Leute werden ihn teilen, ja. Ich wollte Robert Duvall doch noch lobend erwähnen, oder zumindest seine Figur Albert Krosinski heißt er, glaube ich, in dem Film. Ja. Bird wird er mal genannt. Der wirklich sehr, sehr viele gute Lebensweisheiten zum Besten gibt. Also ich habe sie mir nicht alle notiert, aber die eine, die ich mir gemerkt habe, war die, ich muss jetzt mal aus dem Englischen übersetzen, da sagt irgendwie sowas wie, wenn man sich, jetzt stelle ich nicht so an, wenn man sich einpisst, hält das auch nicht ewig warm. Und das fand ich auch sehr schön. Ich dachte, okay, das sagt, glaube ich, zu Beginn in der Kirche. Und dachte, okay, das ist auch sowas, was man mitnehmen kann in den Alltag. Das klingt, vielleicht auch mal anwenden kann. So. Das klingt ja nach so einem Ruhrpott-Ding irgendwie. Das klingt, als wird es da in der Pommesbude gesagt. Er sagt öfter mal sowas in dem Film. Das ist, ich weiß auch nicht, wie deep das sein soll. Also wenn ich hier meine Rapper-Position verteidigen muss, klingt das wie irgendwie eine Snagger- oder Pillard-Line. Also das Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Aber ich bin auch über 40. Ja. Also abschließend vielleicht noch, falls es noch nicht durchgekommen soll, einfach weil ich diese Rezension so unfassbar nichtssagend großartig finde. Wikipedia vermittelt uns bei der Auflistung der Kritiken, dass We Own the Night ein Krimidrama mit Spannung ist, das eine Gewissenskrise thematisiert. Ja, gut, wieder was gelernt. Das könnt ihr in den Alltag mitnehmen und wollen wir uns zwei Liebhaber zuwenden? Bitte. Oder noch in der Nacht bleiben? Also zwei scheint mir ja zu viel, das kann, glaube ich, auf Dauer nicht gut gehen. Man hört so einiges, aber... Ich meine, es gibt positive und negative Beispiele, egal. Two Lovers müsste ja ungefähr dann aber auch die Zeit sein, in der Joaquin Phoenix seine kurze Auszeit genommen hat. Ich glaube, es ist der letzte Film, den er dann vor seinem Jahr als Rapper, ich habe seinen Namen leider vergessen. Das ist wohl auch besser so, dass man das alles vergisst. Ja, ich wollte gerade sagen, wir tun einfach so, als jetzt diese zwei, drei Jahre nicht gegeben. Also ist auf jeden Fall der letzte... für kurze Zeit der letzte Film mit Joaquin Phoenix gewesen, wo er eben noch als Schauspieler wahrgenommen werden wollte. Und so viel sei auch schon verraten, wahrscheinlich mein Lieblingsfilm von James Gray. Ich habe Lost City of Z noch nicht gesehen. Die Geschichte von Leonard, ein depressiver Mann, ein bipolar-depressiver Mann, der wieder bei seinen Eltern lebt, für den das Leben gerade nicht so einfach läuft, der einen sogar zu Beginn des Films einen Selbstmordversuch unternimmt und dann ein bisschen gedrückt von seinen Eltern in die Beziehung mit, wie heißt sie? Sandra gedrückt wird. Freunde von den Freunden seiner Eltern, wo sich auch so eine Art Business-Connection ergeben könnte. Gleichzeitig trifft er noch Michelle, gespielt von Gwyneth Paltrow, eine Drogensüchtige und auch eine Person, für die das Leben nicht immer einfach war. Und daraus entspinnt sich jetzt ein Liebesdreieck mit harten Themen wie eben Drogensucht, Fehlgeburten, Eifersucht, Lebensenttäuschung. Ein gute Laune-Film für die ganze Familie. Ja, ich würde ein bisschen korrigierend eingreifen wollen. Tut mir leid, Finn, aber Liebesdreieck, nee, nicht wirklich. Also... erstmal gibt es ja auch noch eine vierte Person. Erstmal spielt der Elias Cortez auch noch die Rolle hier von Gwyneth, wollte ich schon sagen, von Michelles Affäre. Ronald heißt der Herr. Und außerdem kommen ja auch weder Ronald noch Sandra jemals mit Michelle und jetzt ist es kompliziert, Leonard in Kontakt. Oder Sandra. Warte mal. Naja, egal. Es ist keine Dreiecksgeschichte. Es ist keine Dreiecksgeschichte, ja. Es ist eine Vierecksgeschichte mit weitgehend fehlender Beteiligung zweier Parteien an der ganzen Sache. Könntest du das bitte alles aufzeichnen im dreidimensionalen Raum? Nein, das ist ja das Tolle an dem Titel, ne? Den du uns jetzt bestimmt findest, ausführlich erklärt. Warum sind es denn nicht, warum sind es zwei lieb, two lovers und warum sind die nicht in love with each other? Weil sie sich selbst am nächsten sind, könnte man an der Stelle einfach sagen. Gegenseitig einfach nur, das ist ja ein Trend, der häufiger jetzt auch wieder aufkommt in klassischen Liebesdramen, dass einfach andere Menschen irgendwie nur Projektionsfläche für den anderen sind oder gerade Joaquin Phoenix irgendwie diese beiden Frauen einfach nur als Problemlösung ansieht und nicht, jedenfalls habe ich es so gesehen, als Erfüllung für wahres Glück und auch sich auf deren Bedürfnis auch nicht so wirklich einlassen möchte. Das macht den Film auch teilweise sehr schwierig. Es sind einfach alles unfassbar egoistische Figuren. Jetzt abgesehen von Sandra, die ja anscheinend wirklich sowas wie eine Zuneigung zu Leonard verspürt.
es sind furchtbar egoistische Figuren. Ich meine, es ist absolut nachvollziehbar. Ich finde, Joaquin Phoenix spielt hier auch wieder großartig. Das ist eine der besten Darstellungen von Bipolarität, die ich kenne. Ich habe vor 3 Tagen den neuen Judd Apatow-Film gesehen, wo es auch darum geht, und das ist einfach furchtbar. So, und gerade hier merkt man, es ist doch sehr nuanciert. Es ist eben nicht der klassische Hollywood-Depressive, der ständig traurig in der Gegend rumhängt, sondern es ist ein Mensch, der grundsätzlich funktioniert, wo man aber merkt, der muss sich sehr zusammenreißen, um kleinere Situationen des Alltags zu meistern. Und das gefällt mir sehr gut. Wie allgemein auch Gwyneth Paltrow, ich noch nie so gut habe Schauspielern sehen. Ich möchte das Gespräch auch nicht reißen. Ich würde zu Gwyneth Paltrow sagen, ich bin mir nicht so sicher, weil ich halte sie für eine sehr fähige Schauspielerin, eine sehr, sehr talentierte, sehr gute Schauspielerin, deren einfach künstlerisches Schaffen sehr überschattet wird von dem, was sie seit 10 Jahren damit gut macht und so. Also ich habe einfach zu wenig von ihr gesehen dafür, muss ich leider sagen. Ich habe Shakespeare in Love gesehen und wahrscheinlich den hier. Ja, man neigt dazu, sich, glaube ich, so ein bisschen zu vergessen, dass sie wirklich mal eine wirklich gute war. Aber sie, du hast wahrscheinlich recht insofern, dass To Lovers schon so ihre letzte wirklich große, herausragende schauspielerische Leistung war. So gut hat man sie seit den späten 90ern nicht mehr gesehen. Oder frühen 2000er, meinetwegen, wenn man noch den Wes Anderson-Film da Royal Tenenbaums mit reinnimmt. Den ich gar nicht so gern mag, aber sie ist sehr gut. Gott, sie spielt ja auch in Royal Tenenbaums mit. Ja, ja, auch keine besonders lebensfreudige Figur. Nee, guter Film. Also ich habe keinen James Gray-Film so oft gesehen wie diesen. Das liegt aber nicht zuletzt auch daran, dass er relativ regelmäßig im Fernsehen läuft. Ist zumindest mein Eindruck. Also im klassischen linearen Fernsehen, das kennen wahrscheinlich die meisten unserer Hörerinnen und Hörer gar nicht mehr. So Arte und so und es ist so eine Arte-Film. Wirklich, ja, richtig. Ich weiß gar nicht, warum der so oft bei Arte ausschlägt, ob die Lizenz günstig bekommen haben. Ich habe ja auch noch irgendwo hier so eine Rezensions-DVD liegen, da steht auch Fett Arte drauf. Ich weiß gar nicht, in welchem Schuhkarton ich die mal gefunden habe, bei welchem Arbeitgeber. Und letztens lief der auch wieder da, also den graben die immer gerne wieder aus. Ja, passt ich glaube tatsächlich, irgendjemand bei Arte ist großer James Gray-Fan, also irgendein programmverantwortlicher Redakteur, weil auch kurz nachdem wir uns zusammengeschlossen hatten und beziehungsweise ich euch damit überrumpelt habe, dass ich gerne einen James Gray Podcast machen wollen würde, hat Arte auch wie Immigrant ausgestrahlt und wie gesagt To Lovers, und es gab dann auch so eine Einführung dazu, wie Arte das ja immer gerne macht. Das scheint es offensichtlich irgendwie Fans zu geben. Und man muss sagen, es ist der dritte Film, mit dem er in Cannes im Wettbewerb war. Was nochmal, das haben wir irgendwie noch gar nicht so richtig erwähnt, also auch wenn es mit den Zuschauerzahlen nicht so weit klappt, er ist hier schon ein Kritikerliebling. Oder auf jeden Fall jemand, der auf vielen prestigeträchtigen Festivals stattfindet. Für sein Debüt gab es einen silbernen Löwen, genau. Also für Little Odessa. Von David Lynch vergeben, zusammen zum Beispiel mit Olivier Assayas und Nagisa Oshima. Also da wurde er schon sehr früh in eine bestimmte Riege aufgenommen. Ich breche das jetzt ganz mal humoristisch. Geht es euch auch so, wenn ihr diesen Film seht, auch wenn es vielleicht zum 1., 2. oder 5. oder 10. Mal ist, dass wenn Vanessa Shaw aufschlägt als Sandra, dass ihr euch sagt, ach, Hilary Swank spielt da auch mit? Jetzt, mir geht das jedes sagst. Mal so. Und in der dritten Szene mit ihr denke ich dann so, das ist sie ja gar nicht. Naja, ja, das ist ja gar nicht die Boxerin aus dem Clint Eastwood-Film. Fühlst du dich dann verraten? Das klingt so ein bisschen enttäuscht. Nee, die nächste Reaktion ist, was macht eigentlich Vanessa Shaw dieser Tage? Ja. Weil ich weiß, als der Film ins Kino kam, und ich habe den damals, glaube ich, auch im Kino gesehen, wurde sie sehr... Sie spielt in Ray Donovan mit, merke ich gerade. Ah, okay. Das, eine Serie, die ich nie geguckt habe. Wurde sie sehr hochgelobt, zu Recht für ihre Rolle. Klassische Durchbruchsrolle. Ich glaube, sie hat vorher viel Disney gemacht und nimmt dann eben mal Make-up ab und ist eben immer noch eine sehr, sehr schöne Person, aber versucht eben auf nicht hässliches Edlerwert zu viel zu machen, aber so ein bisschen auf Hilary Swank in Boys Don't Cry zu machen, und es funktioniert auch zu großen Teilen. Ich finde sie auch sehr gut im Film, wie alle in dem Film sehr, sehr gut sind. Alle sehen wieder so ein Ticken zu schön aus, aber James Gray kaschiert das ganz gut, eben indem er sie in ein sehr glaubwürdiges Szenario packt. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Also ich muss ja sagen, das ist, glaube ich, wirklich der erste Film von James Gray, den ich so richtig vorbehaltlos und aus vollem Herzen mochte. Also der hat mich jetzt, ich habe den erst vorhin gesehen und das auch zum ersten Mal. Und ich bin oft eigentlich auch nicht wahnsinnig empfänglich für so ein etwas vielleicht überkandideltes Schauspielkino. Eins, das einem viele Möglichkeiten gibt, halt große melodramatische Emotionen zu spielen. Aber dieser Film hat mich schon in den ersten 10 Minuten irgendwie komplett gefesselt und hat mich auch wirklich begeistert wie kein anderer von James Gray, weil ich das Gefühl habe, alle hier spielen so toll. Ich hatte zuerst gedacht, was genau macht denn Joaquin Phoenix da diesmal mit so einer etwas unbeholfenen Nerd-Rolle, so ein bisschen arg in sich gekehrt, so ein bisschen arg ungelenk, so eine Vorwegnahme von so merkwürdigen Figuren, wie der dann später in Joker oder so auch oft hat, aber noch nicht so weit getrieben. Aber wie er eben in der Interaktion mit Menschen sich verändert, ein bisschen immer auch aus sich rauskommt und in seiner Kaputtheit jemand anderen sucht, der ähnlich gebrochen im Schicksal ist und das dann eben in dieser Michelle mit Gwyneth Paltrow findet und so eine fast virtuelle, so eine fast minnesangartige Beziehung zu ihr zuerst eingeht, so eine Distanz über den Innenhof, über Fenster hinweg. Man denkt natürlich irgendwie auch an Vertigo mit zwei Figuren, zwei Frauen, die für verschiedene Leben widerstehen. Wieder haben wir hier zwei Pfade, die so aufgemacht werden, nämlich einerseits irgendwie eine Erotik, die sich auf das eigene Umfeld bezieht, wieder auf sich selbst, die vielleicht auch so was Narzisstisches hat, ein Überspielen der eigenen Wunden der Vergangenheit. Also sie schenkt ihm ja sogar Handschuhe, die die Narben an seinen Handgelenken irgendwie verdecken würden. Und auf der anderen Seite so ein Eros, der sich halt auf das andere, auf das Fremde, auf das auch in weiten Teilen nicht Jüdische dann bezieht, also auf die blonde Gegenfigur zur irgendwie braunen, schwarzhaarigen Sandra, die halt irgendwie sehr viel mehr seinem eigenen Umfeld entsteht, und diese Beziehung, die aber irgendwie auch auf so einer Unmöglichkeit basiert. Sie ist in einer Beziehung, aber mit jemandem, der auch in einer anderen Beziehung ist. Also er steht am Ende von so einer, an so einer Kette, Verwertungskette, so eine echohafte Beziehungskette, und diese ganze Konstellation, auch so dieses Umfeld, das so eine Abhängigkeit von ihm ihm so aufzwängt, um ihn zu schützen, diese Eltern, die ihn in den Betrieb nehmen, die Kontrolle über ihn ausüben wollen und die aber auch so was Spießiges, Erstickendes haben, also wo das große Versprechen dann ist, hey, komm rüber, hier läuft Benny Hill, was ich übrigens auch sehr witzig finde, aber eigentlich will dieser Mensch doch ein anderes Leben, eigentlich war er vor 15 Jahren der Typ, der Freestyle-mäßig irgendwie seine eigenen Songs über sich geschrieben hat, der irgendwie immer mehr wollte, aber der gescheitert ist. Das fand ich alles so spannend aufgelegt und auch so spannend beobachtet, weil hier irgendwie die menschlichen Beziehungen so konterkariert werden durch das, was der Markt ihnen eben an Angeboten macht. Also bestimmte Beziehungen können gar nicht existieren, weil der andere Mann so viel reicher ist und so viel mehr bieten kann. Aber gleichzeitig auch so, die andere Beziehung ist eigentlich auch an was Finanzielles, ist fast so eine Erbherrschaft, so eine Erbheirat irgendwie, die zwei Häuser so fast mittelalterlich oder halt eben zwei Wäschereien, zwei Firmen so zusammenbringt. Also ich fand den von vorne bis hinten toll gespielt, toll angelegt, toll umgesetzt. Also ich war wirklich richtig beeindruckt und richtig angetan und hatte irgendwie, war richtig überrascht, dass ich für einen James Gray-Film so viel Enthusiasmus empfinde. Also das ist jetzt natürlich auch der Überschwang der ersten Begegnung mit diesem Film. Ich habe den jetzt erst einmal gesehen vorhin, aber ich war echt so schockschwer verliebt in diesen Film. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, den Film kann man immer wieder gucken, ohne dass er einen Abnutzungseffekt besitzt. Also ich habe ihn jetzt, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe, bestimmt im Turnus von 2 Jahren immer und immer wieder gesehen. Ja, super. Er macht immer wieder Spaß, wenn man das so sagen kann. Also Spaß ist das falsche Wort. In Anführungszeichen offenbart Spaß, ne? Er offenbart keine Schwächen. Ich mag ihn auch sehr. Ich bin mir über das Ende so uneinig. Darüber können wir vielleicht später sprechen, ob ich das gut finde oder nicht. Im Großen und Ganzen finde ich aber auch, es ist auf jeden Fall zum damaligen Zeitpunkt von Grays Karriere sein stärkster Film. Ich finde es auch interessant, dass er schon sein Motiv der sehr vorherbaren, oder sagen wir mal der Unausweichlichkeit seiner Geschichte mit dem quasi irgendwie vorhersehbaren und deutlich zu ahnenden Ende treu bleibt, dass er will eben das Rad nicht neu erfinden erzählerisch. Dennoch geht er eben in der Art und Weise, wie er es erzählt, jeder Offensichtlichkeit aus dem Weg. Das finde ich wirklich wahnsinnig stark an Two Lovers, dass eben diese Szenen, die in jedem anderen Film vorkommen, fehlen.
oder einfach nicht eintreffen. Momente, von denen man denkt so, ah, jetzt kommt das klärende Gespräch von Leonard mit seinen Eltern. Und jetzt kommt der Konflikt mit so und so. Und jetzt kommen die Tränen. Dann kommen eben gerade im Moment keine Tränen. Jetzt spielt nochmal seine Krankheit auf und drängt sich in den Mittelpunkt. Und es kommt ein Rückfall. Das wäre ja die dramaturgische, also der dramaturgische automatische Modus. Und das wird vermieden. Ja, natürlich. Es wird auch ganz nebenbei, ganz beiläufig behandelt. Also das, was der Film eben kommunizieren will, dass er diese bipolare Störung hat, dass er ein depressiver Mensch ist, dass er eben diese sehr tragische Beziehung hatte mit der Frau, die endete also unter tragischen Umständen, wird beiläufig erwähnt, ist aber dadurch keine Beiläufigkeit im Film. Aber man merkt halt einfach, dass alle Menschen um ihn herum das eben einfach wissen und auch wissen, wie sie mit dieser Krankheit und mit ihm zu leben haben. Genau, das Bewusstsein ist immer da, auf Seiten von uns als Zuschauer, ohne dass der Film alle 10 Minuten uns daran erinnert, oh, da ist übrigens was ganz Furchtbares passiert. Oder dass jemand sagt so, wie kommst du eigentlich klar nach der Sache damals hier mit deiner Verlobten? Geht's dir gut? Das passiert einfach nicht in dem Film. Der hat überhaupt nichts Miserabilistisches, der steckt nicht an seiner eigenen Trauer oder so, sondern ich finde, der hat trotzdem so eine Lebensfreude und so eine Vitalität, die sich halt gegen dieses Erdrückende stemmt und das dann nur eben an Teilen irgendwie wieder in Form gepresst wird. Also man merkt ja, dass es wie so ein bisschen so ein Gummiband ist. Man versucht bestimmten Zuständen zu entkommen und wird dann so wieder zurückgezogen. Das ist ja sicher auch irgendwie bei vielen der Vorbildfilme von James Gray ein entscheidender Faktor, dass man bestimmten sozialen, ideologischen Umständen entkommen will und immer wieder so zurückgesogen wird. Aber ich finde nie, dass so dieses, dass das Schicksalhafte, das diesen Film sicher oft innewohnt, sowas Überdeterminiertes, so über allem Lastende hat, sondern ich finde, das ist ein Film, der auch wenn er jetzt nicht in der Form das macht, aber der wahnsinnig in Bewegung bleibt und der in sich ganz viele Zwischenstufen und Veränderungen und Prozesse eben einflechten kann. Und ich finde, er zerfällt dann auch nicht so sehr, sondern er ist in dieser Figurendynamik, in dieser ständigen Bewegung funktioniert er eben wirklich ganz hervorragend. Ich mag vor allem sehr gerne tatsächlich das Spiel mit Abgrenzung oder also mit dem Versuch, irgendwie künstlich Charaktere voneinander abzuschneiden, sei das auf den Bahngleisen, durch die Fenster, durch wieder auch mal Türen. Allgemein, das habe ich jetzt auch erst gemerkt, das Fenster ist ja wirklich so ein schönes Motiv, einfach allgemein in der Kunst. Da ich gerade ein Seminar zu Nachbarschaft in der Literatur habe und das Fenster einfach als Symbol für jemanden, der abgeschnitten vom echten Leben ist, aber doch versucht, daran teilzunehmen. Auch wieder eigentlich sehr offensichtlich hier schön verwendet. Nur als Einwurf an dieser Stelle einmal. Und natürlich irgendwie auch wieder die große Referenz auf Hitchcock. Allerdings ist es hier auch nicht so aufdringlich irgendwie wie in seinen Vorgängerfilmen. So, also es ist halt nie, dass ich hier sitze und sage, okay, jetzt macht James Gray also so und so. Wo man halt vorsagen könnte, bei The Yards, jetzt macht er halt der Pate. Bei We Own the Night drängt sich am Anfang so ein bisschen Carlitos Way auf und dann am Ende irgendwie der Polizeithriller. Ja, es ist. Hier ist es. Nee, mach gerne. Das ist eine noch kleinere, noch intimere Welt als die in den vorhergegangenen Filmen, die auch schon sehr viel Wert auf Nähe, auf insbesondere auf familiäre Nähe legten und auch teilweise sehr intim waren. Gray seinen Figuren sehr nahe ist, aber immer weiß man eben, da draußen gibt es irgendwie was Großes, Komplexes und das bricht eben immer wieder über diese kleine, intime, innerfamiliären Beziehungen hinein und Two Lovers geht dem eben komplett aus dem Weg. Es gibt kaum Figuren, die nicht für die Handlung, für die Dramaturgie des Films relevant sind. Und wenn die eben auch nicht wirklich unbedingt relevant sind, verschwinden sie auch aus der Wahrnehmung. Wir lernen ja auch niemals wirklich was über die Figuren, über Details der Geschäftsbeziehung zwischen dem Vater von Leonard und diesem Mr. Cohn. Über Sandra erfahren wir gar nichts. Wir erfahren nichts über die Familie von Michelles Liebhaber Ronald, außer dass er mutmaßlich sehr, sehr wohlhabend ist, weil er sie in einem dicken Auto abholen lässt. Alles ist aufs Notwendigste reduziert. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut und lenkt dadurch eben auch nicht ab von den Figuren, die eben stark genug sind, um so einen Film zu tragen. Und was dabei überraschend ist, ist, dass die Figuren im Grunde gar nicht so viel zu bieten haben. Ich glaube, Lukas hat ja schon erwähnt, die haben einfach, Leonard hat ja vor ein Leben geführt, was vollkommen anders war als das Leben, was er eben jetzt führt, nach seinem Aufenthalt offenbar in der Psychiatrie. Nachdem er sich da wieder ein bisschen berappelt hat, mutmaßlich unter Einnahme
von Medikamenten und so weiter und unter langen therapeutischen Behandlungen. Aber da scheint auch früher nicht viel gewesen zu sein. Also niemals also James Gray widersteht immer der Versuchung, seine Figuren größer oder bedeutungsschwangerer zu machen, als sie unbedingt sein müssen. Es wird niemals gesagt, dass er früher ein grandioser Fotograf war. Er macht schöne Fotos. Aber das war es auch. Keine Ahnung, ob die Musik gut war, die er früher gemacht hat. Wir hören mal kurz einen Song, aber ja, es ist nichts, worauf irgendwie der Film sich dann so versteift und sagt so, oh, du hättest alles erreichen können. Und genauso wenig Michelle. Michelle ist eine ziemlich leere Person. Die scheint kein nennenswertes Leben zu haben, abseits von ihrer Beziehung mit diesem reichen Mann. Die ist nicht irgendwie die versteckte Künstlerseele, die es irgendwie zu entdecken, zu knacken gilt, die Auster, der sich eine Perle verbirgt. Die Figuren sind eigentlich alle relativ leer. Und trotzdem haben sie so ein emotionales Gewicht, tragen sie mir als Zuschauer entgegen. Das finde ich schon ganz beeindruckend. Ja, so die Pfadrichtung von Induktion, Deduktion ist hier irgendwie umgekehrt. Sonst habe ich das Gefühl, er etabliert wahnsinnig viel Großes, Allgemeines, das dann so eine Form von Beliebigkeit am ehesten bekommt. Und hier geht er wirklich vom kleinen, spezifischen, so, das deutet alles so sanft aufs Allgemeine, aufs Größere hin, aber das ist nicht so von außen gesetzt. Da ist kein Zwang, in so Gesellschaftserklärungen automatisch reinzugehen oder die große Geschichte des Landes zu erzählen, sondern das entwickelt sich so am Rand aus diesen Figuren, die Stoßrichtung, die mir meistens sinnvoller erscheint. Und ich glaube auch, dass diese Figuren so leer sind, ist sicher auch irgendwie so ein bisschen so ein Zeitporträt irgendwie. Ich habe, das ist jetzt vielleicht nicht explizit, aber wenn ich so diesen Blick über den Hof sehe und sie in der Scheibe, in diesem Fenster, dann sehe ich da irgendwie eher schon fast so einen Bildschirm und dann denke ich irgendwie an Tinder oder Online-Dating oder so, auf jeden Fall so eine Form von Virtualität. Also sie treffen sich so gegenüber wie in so Chatfenstern oder so. Und diese Anonymität, die zwischen den beiden in irgendeiner Form herrscht, ist das, was die Erotik in ihnen hervorbringt. Also ein Teil ist auch das Fremde, das Nicht-Kennen, das, was reizvoll ist. Das habe ich ja, wenn ich am Anfang gesagt habe, das ist fast sowas so wie Minnesang, so diese Unmöglichkeit, die Distanz. Das ist ja was irgendwie das Verlangen und was halt auch irgendwie den Effekt zwischen den beiden hervorbringt. Und das finde ich irgendwie ganz faszinierend. Und ich glaube halt, wenn du fragst, was Ronald irgendwie in seiner Freizeit sonst so macht, ich glaube, der leitet so einen Untergrund-Autoring, wo Leute so ganz bewusst so Autounfälle hervorbringen und so. Aber davon abgesehen, was er sonst noch so macht, ein schwieriges Geschäft, muss man eben auch bezüglich Ronald sagen, er ist keine eindeutig mit negativen Attributen belegte Figur. Naja, also ich finde er besitzt Michelle eher, als dass er irgendwie wirklich viel mit. Also gerade wenn ich sie in diesen Gesprächen sehe, ihn in dem Gespräch sehe mit Leonard, da ist er ultra paternalistisch, da gibt er ihm so einen Überwachungsauftrag. Und ich habe halt oft das Gefühl, da ist so eine Kontrolle. Und auch wenn wir zum Beispiel angucken, also wir wissen, wie James Gray die Oper liebt und wie er die Oper beschreibt, nämlich als etwas, das einem das Gefühl gibt, wichtig zu sein, da wissen wir schon. Also das ist kein richtiger Bildungsbürger, das ist kein guter, sondern das ist so ein Parvenu, so ein Emporkömmling. Also wir sollen den schon ablehnen, oder? Ja, aber Leonard ist nicht besser. Ja, aber nicht viel. Aber Leonard ist wenigstens auf so coole, authentische Weise kaputt. Leonard entstammt dem Prekariat. Das macht ihn automatisch, sympathischer. Aber auch er ist eben keine ehrliche Figur. Er geht mit Sandra eine Beziehung ein, obwohl er ein Herz für eine andere schlägt. Und er ist eben auch ein ganz schön eine schwierige Persönlichkeit, möchte ich mal sagen. Aber natürlich, er hat nicht dieses kalkuliert Hinterfotzige, was ein Ronald hat, der eben sagt, interessant, wo isst du denn deine Pizza? Ach da, ja, Leonard ist halt... Ich hörte, die machen gute Pizza. Leonard ist halt obsessiv. Also, er ist ja immer so eine Stufe davon entfernt, so ein Stalker zu werden oder halt so jemand, den man nicht mehr los wird, als wenn er ihr auf dem Dach sagt, ich würde dich nie allein lassen, dann ist er ja wirklich so, also ein Schauspiellevel von dieser Joker-Figur oder sowas entfernt. Ich muss auch sagen, die Dachszene wahrscheinlich auch der einzige kleine Haken an diesem Film, das schreit irgendwie doch so ein bisschen doll nach, hier kommt gerade der große Oscar-Clip. Echt? Und finde ich schon. Welche Dachszene? Welche Dachszene? Ja, wo sie dann nachher auch miteinander schlafen. Das ist doch Petting. Genau, Petting. Keine Penetration.
Gab es Penetration, ja? Das sieht man nicht, aber ich glaube schon. Hm. Also ich meine, okay, dass sie das nicht zeigen, überrascht mich jetzt nicht. Ich habe es nicht so gedeutet. Interessant ist natürlich, dass auch hier Grey wieder, wenn wir wieder beim klassizistischen oder großkünstlerischen Leitbild sind, er scheint ein Fan vom idealen Nacktbild zu sein, also dem der ideal entblößten linken Brust. Mhm. Die finden wir in We Own the Night und die finden wir auch hier in Two Lovers. Ja, sehr schön. Es sagt dem Film nicht, also es fügt den Film nicht so wahnsinnig zu, aber es passt halt wieder auch in dieses Bild, was operettenhaft ist, was kathedral ist, wie Lukas meinte. Ja. Es ist da. Ja. Ich glaube, James Gray ist zum erotischen Bild nicht fähig. Das sieht schon alles sehr, sehr hochwertig aus. Two Lovers muss auch nicht erotisch sein, aber ich bin mal gespannt drauf, ob er es jemals in seiner Karriere noch fertig bringt, eine erotische Szene zu gestalten. Na, aber also, wenn es das nicht gibt, dann kommt er eben hier so nah wie sonst nie zuvor auf jeden Fall. Also ich finde schon, dass eine gewisse Spannung zwischen diesen Menschen existiert. Ja, okay. Ja, ich bin jetzt sofort bei dir zu sagen, dass das jetzt nicht in dieser Hinsicht wahnsinnig mitreißend ist oder so, aber ich finde das besser als das, was sonst so in dieser Hinsicht bei ihm passiert. Ja, es ist einfach jegliche Nacktheit oder Intimitäten, die ihm dann später auch die ihm gezeigt werden, ob jetzt mit Penetration oder nicht, sind eben für mich komplett schon unterbunden oder kaputt gemacht, indem Gwyneth Paltrow eine halbe Stunde vorher sagt, du, ich sehe dich wie einen Bruder oder so. Also ihn ausdrücklich in die Friendzone schiebt und damit eigentlich klar ist für den Rest des Films, das wird nichts. Und selbst wenn die beiden zusammenkommen, was ja der Film durchaus andeutet für einen Zeitraum von 5 bis 10 bis 15 Minuten, ist das keine Beziehung, die jemals auf Augenhöhe stattfinden wird. Ja, aber also dieses Inzestuöse, da kein Wort mehr ab. Sorry. Nee, das war's. Ich würde nur sagen, dieses Inzestuöse, das manchmal so ein bisschen anklingt, da sind wir wenigstens wieder beim Alttestamentarischen, also das ist dann sehr, sehr konsequent. Sehr, ja, stimmt, sehr schön. Nee, ist wirklich gut. Also wirklich, wirklich guter Film. Ich fühle mich auch ehrlich gesagt ganz persönlich sehr ertappt, das ein oder andere Mal jetzt irgendwie ins Detail zu gehen. Das würde ja zu sehr in mein Privatleben, glaube ich, eingreifen. Das möchte ich auch nicht. Aber natürlich blickt man auch immer auf so eine Beziehungskiste, die sehr so sensibel inszeniert ist wie Two Lovers, immer so ein bisschen auf die eigene, auf das eigene Liebesleben zurück der vergangenen Jahre. Und da gibt es auch so den ein oder anderen Moment, der mich an Dynamiken früherer Beziehungen, die immer nicht so ganz gesund waren für alle Beteiligten, erinnert. Und da fühle ich mich eben auch sehr, sehr gut wiedererkannt hier. Und da insbesondere eben in der grundsätzlichen Prämisse, die sich der Film eben heranzieht, dass andere kaputte Menschen anziehen und dass das am Ende nicht gut enden kann. Was natürlich auch Two Lovers wieder einigt mit den vorhergegangenen Filmen. Im Grunde weiß man, dass es scheitern wird. Man weiß eben nur nicht, auf welche Art und Weise. Und das macht auch Grey sehr geschickt. Das finde ich auch sehr gut an dem Film. Er baut tatsächlich sowas, also ist zumindest mir so gegangen, sowas wie einen Spannungsmoment ein, indem er mich, also so ging es beim ersten Gucken, im Unklaren darüber lässt, ob eben Michelle den Mut oder das gelingt, was Leonard zu Beginn des Films nicht gelingt, nämlich sich das Leben zu nehmen. Und sie wird einfach nicht auftauchen, weil es dann heißt, oh, da ist irgendwie eine junge Frau aus dem Fenster gesprungen. Das ist immer so meine Befürchtung. Die habe ich auch immer wieder, egal wie oft ich den Film sehe, dass ich denke, bringt die sich jetzt um? Ach nein, sie taucht ja doch noch auf. Also irgendwie erwartbar, aber wie das, was ich eben vorhin schon sagte, also erwartbar im Sinne von geht schlecht aus, schlechtes Ende, sad ending, aber nicht auf die Art und Weise, wie ich es erwarte. Also hier finde ich das... Ja, vor allem das... Finn? Das, also ich finde, ja. Sorry, ich wollte nur sagen. Genau, ich finde, das kann gar nicht genug betont... Okay, ich finde, es kann gar nicht genug betont werden, einfach wie, ich muss da mal zurückkommen, wie groß eigentlich diese Darstellung des Depressiven ist. Das ist halt eben kein Film, oder wie großartig, ne, ist jetzt ein schlimmes Wort dafür, aber gut. Also, es ist eben kein Film, der uns dieses eklige Narrativ verkauft von wegen, ja, das ist jetzt so ein kleines temporäres Hindernis, was du hast, aber das kannst du überwinden mit der richtigen Frau und eigentlich bist du ja zu Größerem bestimmt. Das ist hier durchaus angelegt irgendwo mit, eigentlich wäre er gerne Fotograf geworden oder sowas.
ich muss jetzt leider nochmal den Vergleich zu King of Staten Island, also den Apatow-Film, zählen. Weil der erzählt halt diese absolut absurde Narrative von wegen, ja, wenn er nicht depressiv geworden wäre, dann das passiert ja auch einfach. Das kann man ja immer an einem prägnanten Erlebnis festmachen, wie wir alle wissen. Dann wäre er ein großer Tattoo-Künstler geworden. Und du brauchst auch nur ein prägnantes Erlebnis, um dann in Anführungszeichen wieder geheilt zu werden. Das weiß ja jeder, dass das so ist. Und deswegen kann nicht betont werden, wie großartig Two Lovers das alles macht. Denn deswegen ist es ein Leben mit Hindernissen und es zeigt eben auch, wie das funktioniert. Es ist ein beobachtender Film, es ist kein instruierender Film. Hier, ich habe nicht das Gefühl, dass Gray uns hier irgendwas über Liebe instruktiv aussagen möchte. Also er möchte uns nicht sagen, so musst du eine Beziehung führen, sondern er beobachtet eben einfach. Und es ist auch kein Narrativ von wegen, diese zwei Personen müssen zusammenkommen und die Handlung tut jetzt alles, damit das passiert. Ich finde es großartig. Two Lovers ist ein sehr toller Film. Ja, ich würde auch nochmal sagen, wie toll ich tatsächlich das Ende finde. Also wirklich so im gleichen Ertrinken, in dieses spießige, erdrückende Umfeld zurückzukehren und so ein wirklich falsches Glück, so eine falsche Umarmung irgendwie am Ende einzugehen, die sicher irgendeine Form von Trost spendet, aber die nie das Versprechen einlöst, zu irgendwas anderem zu finden, zu irgendeiner anderen Form von Existenz, neues Leben anzufangen, das immer wieder so anklingt. Und das finde ich wirklich sehr schön in diesem Endbild eingefangen. Und das ist eins von diesen Endbildern von James Gray, die für mich tatsächlich hervorragend funktionieren. Es wirkt so ein bisschen, als hätte er den Blumenfeld-Song Kommst du mit in den Alltag vertreten. Wirkungsvoll ja. Ich weiß nicht, ob ich ehrlich gesagt das Gefühl so mag, mit dem mich der Film hinterlässt. Das ist das Einzige. Aber hätte es eine andere Möglichkeit für ein Ende gegeben, frage ich mich dann. Klar, ja, Tod, Zerstörung, Untergang. Stellt sich wieder die Frage, ob man den Film nicht vielleicht irgendwie an einer anderen Stelle hätte enden lassen können. Aber wie gesagt, dann wäre es nicht der Film, über den wir heute Abend sprechen, deswegen werde ich das auch nicht tun. Ich frage mich am Ende aber doch immer wieder, ist es nicht ein bisschen zu viel des Schlechten? Oder nicht zu viel des Schlechten? Mir tut Sandra leid, tatsächlich, ja. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass eine Gefühlsregung, die Leonard ihr gegenüber zeigt im Laufe des Films, irgendwie authentisch ist. Das ist alles aufgesetzt. Echt? Alles ich weiß nicht, ja. Aber gerade am Anfang hatte ich schon das Gefühl, dass ich in der Dynamik zwischen den beiden schon auch irgendwie was spüre, wenn sie sich so aus dem Zwang heraus so ein bisschen vorsichtig näher kommen und so ein bisschen miteinander lachen und so. Also diese Beziehung habe ich ja durchaus zuerst schon als etwas, das sicher nicht schlecht ist für die beiden, erlebt. Ich dachte, die Sound of Music-Sache sabotiert das Ganze. In dem Moment, in dem sie sagt, das ist mein Lieblingsfilm, sagt er, okay, ich bin raus. Aber sie greifen das doch dann auch später so spielerisch als Gag auf und so und führen das weiter. Also da merkt man doch schon, wo sie so diese Beziehungsmythen weitergesponnen werden. So die ersten Dialoge, die man dann in irgendeiner Form über Beziehungen immer weiter entwickeln wird und die man wiedererleben wird, weil es so die kleinen Spannungen sind und so. Also ich fand gerade am Anfang die beiden eigentlich ein ganz nettes Paar. Ja, zu Beginn schon. Ich glaube allerdings, dass es nie so weit reicht, geriert in Leonard, dass er authentische, tiefe Gefühle für sie entwickelt, also die über eine schlichte Sympathie hinausgehen und gepaart mit einem Gefühl des Zwangs zur Pflichterfüllung gegenüber seiner Familie, gegenüber seinem Vater vor allem, der sich da Größeres erhofft über diese familiäre Geschäftsbeziehung, die er mit der anderen Familie eben mit diesem Mr. Cohen eingehen will. Und am Ende ist es eben dann doch die Entscheidung quasi für die zweite Wahl, getrieben von einer ausweglos erscheinenden Situation, die er trifft. Und das tut mir leid. Nicht für Leonard, das tut mir leid für Sandra. Was nicht das Problem des Films ist oder nicht die Verantwortung, es mir recht zu machen. Aber es hinterlässt mich mit einem sehr, 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 sehr unguten Gefühl. Isabella Rossellini gleicht das so ein bisschen aus, weil ich immer das Gefühl habe, sie kann vielleicht auch irgendwie, wenn der Abspann dann schon läuft, doch ein bisschen eingreifen und korrigieren. Ich finde ihre Figur sowieso sehr gelungen. Ich bin immer wieder darüber enttäuscht, wie wenig sie zu tun hat über 90 Minuten der Spielzeit, nur um dann am Ende nochmal mit Wucht zu kommen und auch wieder in einem Szenario, was auch unerwartbar verläuft, weil man denkt, okay, jetzt kommt die Mutti und redet ihm mal richtig ins Gewissen und hält ihn zurück, aber sie merkt, das geht nicht. Ich kann meinen Sohn nicht zurückhalten, nicht abhalten von dem, was er tut, auch wenn es das Falsche ist. Auch ganz toll gelöst. Also, alles super, bis auf Sandra. Ich hing vielleicht ein bisschen zu sehr an ihr. Es tut mir leid. Um die Arme. Ja, ich weiß ja nicht. Also,
es kann sich ja vielleicht auch was entwickeln. Ich verstehe, dass das in dem Moment, wie es davor eben auch war, eine Vernunftsehe ist. Eine, die auch irgendwie so ein bisschen auf Sachzwängen basiert. Und es ist sicher nicht die große stürmische Liebe. Es ist nicht die Filmliebe. Aber ich weiß nicht. Ich finde jetzt erstmal nichts verwerflich an dem Gedanken, dass das vielleicht eine ist, die sich dann noch entwickeln kann. Menschen, die zusammenfinden und zusammenwachsen können und die irgendwie, ja. Also ich sehe da noch nicht sofort den Untergang. Ich verstehe, dass das für den Film so ein bittersüßes Ende ist, so ein bisschen erdrückende, so eine schmerzliche Umarmung, aber ich sehe da noch nicht den Untergang für beide und ich hoffe, also meine Hoffnung ist halt, dass die glücklich werden. Nein, ich meine, früher wurden Ehen immer aus einem reinen Pragmatismus geschlossen oder zumindest im überwiegenden, in den überwiegenden Teil. Basiert ja auch auf einer Dostojewski-Novelle, glaube ich, auf Weiße Nächte. Also das verweist ja auch so in die Vergangenheit, eine Zeit, in der Ehen noch sehr viel mehr eben über Vernunft getroffen worden oder über Sachzwänge. Vollkommen in Ordnung, völlig legitime Sichtweise. Ich kann auch verstehen, woher das kommt. Für mich war in dem Moment einfach die Möglichkeit ausgeschlossen, dass die beiden noch, also er emotional zu erfindet, als ich gesehen habe, wie er reagiert auf dieses Handschuhgeschenk, was ich eine wunderschöne Geste fand. Und er sitzt da, ist komplett geistesabwesend, will eigentlich nur mit Michelle telefonieren und rennt dann weg und sagt, oh, ich muss mit einem Kumpel telefonieren. Was übrigens auch eine schöne Sache ist, die ganze Telefonsache und Internetsache. Ich glaube, nach 2008 hätte man diesen Film nicht mehr machen können, weil mittlerweile unsere Smartphones den ganzen Tag brummen und wir sitzen gefühlt 25 von 24 Stunden am Tag am Computer. Und jedem Film ist ab jedes Mal wird das Augenmerk drauf gerichtet, wenn er eine SMS bekommt oder ein Anruf reinkommt und er setzt sich mal irgendwie 2 Minuten an den Computer und seine Mutter steht hinter ihm. Was machst du da, Lennart? Es ist auch sehr. Das Internet ist noch eine Ablenkung, ist noch ein Bruch, ist noch eine Zerstreuung. Ja, ne? Also es ist ja wie ein Gedanke. Er denkt in dem Moment an was anderes und deshalb bimmelt dann das Handy. Und ich meine, mittlerweile haben wir ja wirklich die Gleichförmigkeit, die Kontinuität. Es gibt ja diese Trennung zwischen Online und normaler Existenz halt einfach nicht mehr. Das finde ich auch, das ist ja auch spannend, dass er diesen 2008er Film im Jahr 1998 spielen lässt. Also dass er ja auch diese Zeit sucht, die du gerade beschreibst, in der dieser Bruch noch möglich ist. Ja, mittlerweile wird man komisch angeguckt, wenn längere Zeit nicht das Handy brummt oder so. Was? Du hast seit 7 Minuten keine WhatsApp bekommen? Was ist los mit dir? Bist du krank? Hast du keine Freunde? Ja. Noch ein bisschen Kulturpessimismus zum Abschluss. Ja. Ich nutze kein WhatsApp. Da bin ich raus. Ich schon. Aber ich nutze Twitter, das ist schlimm genug. Das stimmt. Also kann man dir denn folgen, Patrick, bei Twitter? Nee, da sind wir schon. Wie heißt du denn da? Okay. Nee, da sind wir noch nicht. Ich weiß es nicht. Sind wir da schon? Okay. Oder noch nicht? Nee, mach's geschickter. Mit weniger zynisch. Weniger sarkastisch. Okay. Weil so folgt mir keiner. Hört auch keiner meinen Podcast so. Also als ob irgendjemand diesen Podcast hören würde. Na, wir werden sehen. Ach so, dafür bin ich doch hier. Für den Fame und die Kohle. Also. Das war der einzige Grund, weshalb ich euch angerufen habe. Ja, okay. Was kriegst du eigentlich für die Sendung, Patrick? Fame rüberzuziehen. Ich musste ein NDA unterschreiben. Ach, sorry. Fuck. Ich habe nämlich überlegt, ob ich in den Verhandlungen mehr härter geblieben sein müsste. Ich glaube, ich habe mich hier unter Wert verkauft. Ja, also absolut, Lukas. Ich war überrascht. Ach, fuck. Aber dafür konnte ich mir dann Essen kaufen. Jetzt kann ich aber für die zweite Hälfte das Doppelte verlangen. Ich weiß es ja auch, ich weiß auch nicht im Detail. Finn hat mir sowas reingereicht, so ein Wisch. Und das machen als deine Assistenten. Ja, als dann irgendwie auf Seite 11 irgendwas kam mit Organspenden und so, da habe ich gedacht, nee, ich unterschreibe einfach. Also ich war ja glücklich, dass ihr euch beide persönlich erreicht habt, wie gesagt, oder dass ich wirklich das Gefühl hatte, persönlich mit euch zu schreiben. Mein Imitator macht das mittlerweile alles echt gut. Ich glaube, es sollte aber trotzdem durchgekommen sein, dass Tula was ein großartiger Film ist, es sei denn, ihr möchtet noch auf irgendwas näher eingehen. Nee, passt. Ja, ist in Ordnung. Ich frage mich gerade, ob es schon so sinnvoll ist, jetzt schon irgendwie so größere Sympathiebekundungen zu den Filmen aufzustellen oder ob wir das erst am Ende machen sollten. Ja, jetzt ist doch deine Chance, hier so einen Cliffhanger zu etablieren. So, ey, und wenn ihr wirklich unsere finale Meinung zu James Gray und seiner Karriere wissen wollt, schaltet ihr beim nächsten Mal in der zweiten Hälfte auch wieder ein. Ich habe das Gefühl, Lukas hat schon alles gespoilert. Alles ändern. Ich habe das Gefühl, Lukas hat schon alles gespoilert, also seine Meinung zu den restlichen James Gray Filmen. Also. Aber vielleicht kommt ja der Twist. Und du hast doch auch über James Gray gesagt, dass man weiß, was zum Ende kommt, macht's ja nicht schlecht. Ja, okay.
Okay. Genau, ich werde ab jetzt auch nur noch naturalistische Podcasts aufnehmen, in denen alles eigentlich schon von vornherein klar ist. Okay. Ich dachte, naturalistisch heißt, alle sind beim Aufnehmen nackt. Ihr nicht? Ja, das wäre nudistisch. Okay. Du, die Witze werden nicht besser. Vielleicht nee, es tut mir leid. Ich merke auch immer, wenn ich die Stille am anderen Ende der Leitung höre, puh, das war nix. Wo kann man denn, wenn man mehr von euch hören oder lesen möchte, Patrick hat das böse Wort mit T, Twitter, eben schon in den Mund genommen. Wo und wie findet man euch denn da? Soll ich was sagen erstmal? Muss ich mich jetzt selber abmoderieren? Ja gut, das mache ich ja mal. Man findet meinen Podcast Bahnhofskino bei Twitter unter @Bahnhofskino, aber viel wichtiger unter bahnhofskino.com gibt es das Blog zu meinem Podcast, den ich bereits seit 8 Jahren co-moderiere mit meinem Co-Host Daniel zum Genre-Kino. Gibt noch andere Podcasts von mir namens Spielfilm, ABC des Films und so weiter und so fort. Sicher doch in Zukunft diverse andere Formate. Ich bin da ja relativ umtriebig, soweit es die Zeit erlaubt. Ansonsten, ja, folgt mir bei Twitter auch gerne persönlich unter @achterlomi, LOHMI. Muss man aber nicht, Bahnhofskino ist wichtiger. Also meine Person steht da eben gerne zurück, dem Vergnügen hoffentlich, dem meine Podcast-Formate den Hörern und Hörerinnen bereiten. So. Das war's. Hat sich keiner gemerkt. Ja. Also jetzt habe ich so lange geredet, dass keiner. Na egal. Ich kann es nochmal zusammenfassen. So, also wichtig ist abonnieren Bahnhofskino, wenn ihr es noch nicht getan habt. Viel hören macht Spaß. Ja. Ich höre viel lieber euch zu. Lukas, wo findet man dich denn zum Beispiel? Da werden die Bälle zugespielt. Das macht Freude. Nein, mich findet man auf Twitter unter @Kinomensch. Da packe ich alles eigentlich drauf. Man findet meine Texte vor allen Dingen beim Filmdienst, bei Filmstarts, bei Kinozeit und gelegentlich auch bei anderen Publikationen, beim Goethe-Institut oder so. Ich habe einen Podcast, der seit einer Weile nicht aktualisiert worden ist, aber der sicher bald weitergeführt wird, Longtake. Den findet man unter longtake.de oder natürlich in allen Podcatchern eurer Wahl, aber ich bin auch regelmäßig zu Gast bei Katz, beziehungsweise bin mehr oder weniger Teil des Teams dort. Das ist auch ein Filmpodcast, Katz, der kritische Filmpodcast, betrieben von Christian Eichler. Zum Beispiel jetzt bald beim großen Tarkovsky-Special zusammen mit mir, Christian und Wolfgang M. Schmidt über alle Filme von Andrei Tarkovsky. Das nehmen wir bald auf und dafür muss man dann aber Abonnent sein, das kann ich nur empfehlen. Aber alles findet man eigentlich auf @Kinomensch. Auch hier eine, wenn ihr es noch nicht, wenn ihr es noch nicht getan habt, eine große Abonnierungs- und Folgungs-, ein Abonnier- und Befolgungsbefehl fast schon. Okay. Ich wollte so einen Witz machen, wie die Idee, das Drehbuch dieses Podcasts ist so gut wie die Drehbücher von James Gray. Das bleibt dann auch so herrlich vage am Ende. Okay. Ich merke auch, es scheint, es funktioniert. Nee, war super bei Kino und Cigarettes. Also, wer Kino und Cigarettes nicht hört, also nach dieser Episode, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Das ist ein super Format hier und man sieht schon, man hört schon. Das ist ja das Kino ist zukunftssicher. Und Cigarettes. Wollte den Jingle einsingen. Ist das jetzt, gibt es da jetzt GEMA-Probleme? Man weiß nicht. Ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bei Kino und Cigarettes, denn es geht hier ja noch weiter, denn in der nächsten Episode, also ich weiß nicht, was wir in der nächsten Episode besprechen, aber im zweiten Teil dieses Podcasts besprechen wir James Grays weitere Filmografie, nämlich The Immigrant, Lost City of Z und Ad Astra. Also wir rutschen ins wirkliche Genre-Kino jetzt ab, ins Abenteuer- und Science-Fiction-Kino. Das will man hören. Ich wünsche euch beiden noch einen wunderschönen Tag, den Zuhörern natürlich auch. Schaltet mal wieder ein und lasst es euch gut gehen. Ciao. Ja, vielen Dank für die Einladung. Tschüss.